Wissen, das bin ich. Das ist für mich. Nein, ich bin nicht. Keine Sorge. Aber ich bin immer alles, was ich da drauf gefolgt habe, nicht vergesst oder so. Und ja, Beef Jerky bedient sich. Ich hoffe, dass ich die Wissenschaft was du nachher. Alles klar. Was? Ich muss an, oder? Ja, statt du. Sehr gut. Passt. Martin Wimmer, danke fürs Kommen. Wie fangen wir jetzt an eigentlich? Also es ist nicht deine Berufung, aber du bist semi-professioneller Bodybuilder, kann man eigentlich sagen, weil du nimmst das Ganze schon ziemlich ernst. Aber du lebst jetzt nicht davon und du gehst halt normal auch nebenbei hackeln. Kann man so sagen. Also okay. Sagen wir so, ein gesteigertes Hobby. Ja, ja, genau. Also du nimmst das vollkommen ernst, du butterst enormen Effort rein und wahrscheinlich auch Kohle. Aber wie gesagt, das ist eher eine gute Frage. Kann man überhaupt davon leben, wenn man nicht gerade Arnold Schwarzenegger ist oder bei Mr. Olympia ist? Also bei mir ist es eben nicht der Hauptberuf. Ich mache das also schon, weil ich es eben gern Ziele verfolgen tue und eben so reingewachsen bin. Aber es ist schon so, die meisten, was bei den Bewerber mitmachen, wo ich mitmache, sie leben indirekt davon. Also die meisten haben entweder ein eigenes Studio, sind Trainer, Influencer, jetzt immer mehr heutzutage. Und die was das gut betreiben, können schon auch davon leben, aber von den Wettkämpfen selber schwierig. Also da können wirklich nur die wirklich oberste Top-Level davon leben. Aber heutzutage, wenn man es gut betreibt, mit Internet und so weiter, kann man schon, denke ich, auch davon leben. Ja, Sponsoren wahrscheinlich auch. Sponsoren, aber ja, natürlich, aber durch die Klicks und so weiter und dann Sponsoren, ja. Ja. Ist da heutzutage schon einiges möglich. Ja. Aber von den Bewerber selbst, also Preisgelder gibt es schon, aber die... Schon, aber das ist dann eher bei den Profis und da auch ganz oben. Ja. Also da zahlen sie eher mehr, als was wirklich Preisgelder bekommen, außer ja. Natürlich Mr. Olympia und so weiter. Ja. Die schon natürlich. Ja, vor allem, es muss sich ja im Endeffekt auch rechnen, also man darf es ja nicht nur sehen, ich kriege jetzt ein Preisgeld und toller die Waldfee, sondern du hast ja, weiß ich nicht, Anreise, Übernächtigungen und was die meisten Leute vergessen, was dahinter steckt, also du hast ja auch Kosten, wenn du auf die Ernährung schaust, weiß ich nicht, Supplementierungen, die Qualität vom Essen, die Coaches, Trainingsstudio, Privatstunden, keine Ahnung, das kostet ja auch einen Arsch voll Geld, ja, also das müssen wir auch gegenrechnen. Es ist ja auch die Startgebühren alleine, Das sind jetzt je nach Verband, aber die zum Beispiel die NPC jetzt, was meiner Meinung nach halt der höchste Verband ist, wo man auch eben praktisch zum Mr. Olympia kommen kann bei den Profis, sind schon recht hohe Startgebühren und dann kommt erst noch das dazu, was du schon erwähnt hast und natürlich musst du ja reisen, aber auch die Ernährung natürlich. Man muss natürlich auf qualitative Ernährung schauen und dann braucht man gewisse Mengen natürlich auch. Dann kann man schon ein paar hundert Euro nur alleine für die Ernährung im Monat zusammen und dann, also wettkampfmäßig ist das nicht günstig und ja. Schön gesagt. Aber gesunde Ernährung ist im Prinzip ja trotzdem und man tut sich ja damit nichts. Ja, auf die Qualität halt kommt es drauf an, so wie du es gesagt hast. Ja. Ja. Also ich kann mir jetzt Scheiße auch reinhauen in Mengen. Das ist wahrscheinlich nicht so günstig, aber wirkt sich wahrscheinlich auch aufs effektive Bild aus. Ne? Also ich habe jetzt immer eigentlich die letzten Jahre immer, also speziell heuer noch mehr auf Qualität eben geschaut. Ich meine, muss man sich irgendwann einmal leisten auch können, ganz früher. Da hat es auch, wie ich mal angefangen habe, ganz jung noch, da war es halt am Magertopfen oder so, aber jetzt kann man sich schon andere Sachen immer auch mehr leisten und da schaut man dann schon, dass man qualitatives Fleisch kauft und Bio-Gemüse und so weiter. Also muss man sich dann einmal leisten können, ja auch. Ja. Dann gehen wir zu meiner allerersten Frage in dem Sinn. Wenn du jetzt reflektierst, was du alles reingesteckt hast, schon an Zeit, an Kohle, an Schmerzen, an was weiß ich was alles, warum tust du das noch immer an? Naja, der Hauptgrund, warum man sowas macht, ist, also mir macht es wirklich Spaß. Also ich trainiere wirklich gern, sonst würde man das wahrscheinlich nicht über so eine lange Zeit machen. Mir macht es einfach noch immer Spaß
Und ich trainiere gern. Also für die meisten Leute ist wahrscheinlich, wenn sie sagen, ah, ich muss trainieren, gehe Überwindung, aber ich gehe wirklich gern trainieren. Natürlich gibt es manchmal Tage, wo ich mir denke, naja, jetzt richtig. Aber es ist immer noch so, dass das Training nachher wird, doch gut wird. Aber eigentlich das Krafttraining macht mir fast immer Spaß. Okay. Also ich mag es wirklich gern und immer, ich will mich auch immer verbessern. In irgendeiner Art und Weise, wie immer. Ja, so wie du sagst, ohne dem, wenn es dir nicht den Spaß machen würde, würdest du das eh nicht mehr machen, weil wenn du es nicht profimäßig machst. Es ist dann so wie manche, wenn du fragen würdest, warum dann Fußball spielen oder Basketball spielen. Ich meine, sicher gibt es wahrscheinlich manche, die was mit Muss, weiß nicht, von irgendwen zungen werden. Aber ich bin ja aus eigenem Willen dazugekommen und dabei geblieben und mir macht es einfach Spaß. Ja, ja, das ist geil. Das ist, glaube ich, eh das Wichtigste. Aber wenn's, man macht nicht etliche Diäten und so weiter, wenn es da keinen Spaß macht, dann ist es eher Quälerei. Und das ist auch, warum bei manchen Diäten nicht funktionieren. Weil es eigentlich nur Zwang ist und dann bleiben sie nicht dabei. Ja. Und bei mir ist, gehört Ernährung eben dazu. Ja, bei dir ist keine Diät eigentlich in dem Sinn, sondern bei dir ist der Lifestyle. Ja, genau. Aber die Ernährung dazu ist die Basis praktisch. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, passt, ich gehe jetzt trainieren, okay, aber ich gehe jetzt auf trainieren auf dem Niveau, dass ich wirklich in Richtung Bodybuilding und Bewerbe gehe. Was war so die Inspiration oder was dahinter? Ja, angefangen habe ich damals das erste Mal, da war ich nicht ganz 17, glaube ich, ja genau. Und da hat mir ein Freund von mir, hat mir immer Gutschein gegeben für eine Fitnessstudie. Er hat es einmal schon davor erwähnt, dass er trainieren gerne würde. Und da zu der Zeit habe ich noch ziemlich viel Fußball gespielt und da sind wir einmal bei so einem Fitnessstudio vorbeigegangen. Davor war ich noch nie eigentlich in einer Fitnessstudio und habe so reingeschaut und die Leute so kurz beobachtet und habe eigentlich den Kopf geschüttelt und habe mir gedacht, das ist eigentlich nichts Gescheites, das interessiert mich nicht. Ja, und dann auf jeden Fall habe ich zu Weihnachten eben, da hat mir der einen Gutschein gegeben und dann bin ich halt einmal mitgegangen. Und irgendwie, ja, da habe ich gleich mein Gewicht aufgegeben und es hat dann gleich Spaß gemacht und dann bin ich nochmal gegangen, dann habe ich gleich mehr Gewicht genommen und dann, eigentlich ist dann schon immer so ein bisschen so, dass man sich steigern will. Und so hat das einmal angefangen und dann eigentlich wieder mit Fußball und irgendwie bin ich dann, aber irgendwann bin ich dann wirklich zurückgekommen zu dem und bin bei dem geblieben, das war dann eben mit 17, 18 dann. Und seitdem eigentlich noch habe ich immer trainiert. Und halt, aber es war halt noch nicht so. Ich habe ein bisschen immer auf Ernährung geschaut und so weiter und wirklich dazukommen dann erst. Also wann war denn das? 2013 habe ich nachher angefangen eigentlich. Da habe ich das erste Mal richtig dann mit Ernährung dann. Und 2014 habe ich dann mit der Vorbereitung immer angefangen für den ersten Wettkampf und dann 2015 habe ich nachher einen ersten Wettkampf gemacht. Fuck. Okay. Wie bist du die Geschichte angegangen? Hast du dir damals in den Anfängen dann schon mehr oder weniger Profis dazu geholt? Hast du, weiß ich nicht, Informationen aus dem Internet geholt? Hast du Videos angeschaut? Hast mit Leuten geredet, die das machen? Leute im Fitnessstudio hast du angequatscht? Wie hast du dir deinen Wissenspool rund um das Thema, wo man ja schon wirklich viel wissen muss, eben in Sachen Ernährung, Anatomie auch trotzdem und solche Geschichten, wie hast du dein Wissen generiert? Wie hast du das aufgebaut? Also eben dort, wo ich angefangen habe, das ist in Bernitz im Bistingtal. Das war wirklich ein sehr kleines Studio, das gibt es ja gar nicht mehr. Da sind jetzt, glaube ich, zwei Wohnungen statt dem Studio drinnen, kann man sich vorstellen. Das ist nicht relativ groß, aber ja, wir haben die wichtigsten Sachen gehabt. War ein sehr cooles Studio, eben familiär, jeder hat jeden kennt und meistens nach einem Wochenende ist man auch gemeinsam fortgegangen, so auf die Art. Ja. Und wie hat man angefangen? Eben da hat der Mariana das gezeigt, wie das ist. Ungefähr halt, aber es war halt nicht alles hundertprozentig und auch die Ernährung damals war bei mir nicht hundertprozentig, aber ich habe halt gewusst, okay, ich muss mehr essen,
und ich muss Eiweiß essen. Und das ist einmal am Anfang mal nicht so schlecht. Wenn man aufbauen will, ist das Wichtigste, man braucht einen Kalorienüberschuss eben. Und im Gegensatz, wenn man eine Diät machen muss, braucht man Kaloriendefizit. Aber es ist halt nicht optimal. Aber es hat sehr gut funktioniert. Also ich glaube, ich habe in einem Jahr 10 Kilo zugenommen. Das, weil es, wenn man so jung ist, es funktioniert ja alles sehr gut. Mhm. Und das ist eigentlich schnell dahingegangen. Das Gewicht hat man beim Training schnell steigern können. Aber natürlich, es wäre da viel mehr weitergegangen, wenn ich gleich von Anfang an das viel professioneller gemacht hätte, mit professioneller Unterstützung. Es war zwar nicht der Fall und es hat dann auch noch Jahre gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, wie die erste Diät richtig gemacht habe, Jahre später dann. Und dann immer gesagt habe, okay, jetzt mache ich das eh schon so genau, kann ich Wettkampfhagel machen. Da war noch sehr viel Zeit dazwischen, aber es hat trotzdem auch recht gut funktioniert, auch wenn ich es nicht so genau gemacht habe. Aber da war es immer nicht Ambitionen im Wettkampf machen. Ja. Da war es wirklich einfach mehr oder weniger auch ein bisschen experimentieren wahrscheinlich einfach und schauen, was der Körper hergeht. Ja, es hat mir Spaß gemacht, aber ich wollte natürlich auch immer steigern. Aber es war zu der Zeit auch nicht wirklich. Ja, jetzt ist es eben viel mehr mit dem Internet und ich habe zwar schon manche Sachen durchgelesen, aber jetzt ist es natürlich schon viel einfacher. Und eben wahrscheinlich auch im Fitnessstudio irgendwelche Leute, weil du gesagt hast, da hat es eh einen gegeben, der das ein bisschen gezeigt hat und ja, so. Ja, die, was das heißt, denen, was ich das Fitnessstudio gehört habe, die haben da ein bisschen was gezeigt und so. Ja, ja. Aber es war halt nicht alles so professionell bei uns, aber es hat trotzdem gut funktioniert. Aber ich würde schon, wenn der, was das ernster betreiben würde, so früh wie möglich, wenn jemanden suchen, der, was das da gut auskennt. Hm. Und ja. Weil dann macht man natürlich noch viel schneller Fortschritte. Und wenn man so zurückdenkt, nachher wie bei mir, es funktioniert ja alles sehr gut, aber man macht da sehr viel Fehler und man lernt eigentlich nie aus. Ich lerne auch selber immer noch dazu. Also man lernt immer und man kann dann viele Fehler vermeiden und ja, man kann auch Verletzungen nachher vermeiden. Ja. Verletzungen ist ein gutes Stichwort. Du gehst ja, sagen wir mal, relativ ans Limit, weil wenn ja, wenn es nicht ans Limit gehst, könntest du deinen Körper nicht weiter aufbauen, sage ich jetzt einmal, bis zu einem gewissen Grad. Was sind so deine Verletzungsgeschichten? Was waren so, oder was sind, blöd gesagt, jetzt beim Handballspielen gibt es halt gewisse Standardverletzungen, die hast halt bei jedem zweiten, dritten Match so in die Richtung und da gibt es halt Verletzungen, die sind halt gravierender so in die Richtung. Was sind so die Geschichten, mit denen man immer zum Kämpfen hat in irgendeiner Art und Weise und was waren so deine bösesten Verletzungen, die dich irgendwie ein bisschen zurückgeworfen haben oder halt dich länger pausieren haben lassen? Also in der Anfangsphase, ich habe eigentlich jahrelang überhaupt keine Probleme gehabt. Und auch das Training an sich, so wie ich es jetzt mache ich ja, bis ich mal anfange zum Trainieren, kann einmal eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde vergeht einmal, bis ich überhaupt wirklich mit dem richtigen Training anfange, mit Mobilisieren, Dehnen und so weiter, Aufwärmen setze. Und früher hat es eigentlich überhaupt nicht gegeben fast, war vielleicht ein Aufwärmsatz und ein bisschen was. Und das ist eigentlich jahrelang so gegangen und dann, ja in der ersten Wettkampfvorbereitung war mal Schulterproblem. Schulter ist, glaube ich, oft ein Problem, ist halt ein komplexes Gelenk und auch sehr fehleranfällig, wo man eigentlich zu viel die Schulter mitnimmt, zum Beispiel beim Brusttraining, dass die Schulter eben zu viel nach vorne geht. Und war aber dann letztendlich keine richtige Verletzung, war halt eine Überlastung und das ist sehr unter Spannung gestanden, aber sehr schmerzhaft. Und dann wie, ja, Knie, glaube ich, das habe ich dann auch gehabt. Knie ist auch ein komplexes Gelenk und kann auch, tut man da gerne viel Gewicht aufladen dann, und das kann man gut steigern, ja. Beine kann man sehr viel Gewicht bewegen und ja, sind, ist, glaube ich, auch beim Kraftsport sehr anfällig für Verletzungen, aber auch halt, was du erwähnt hast, Handball wahrscheinlich auch und Fußball und so weiter. Und da war es bei mir dann einmal so, dass ich bei, das war aber auch eben aufgrund von fehlender Mobilisation, dass ich das eben früher nicht so gemacht habe, dass ich dann einfach dann eigentlich
soll man ja weiter runtergehen bei Kniebeugen. Und wahrscheinlich bin ich immer, also zu wenig Range of Motion, aber da bin ich dann halt weiter runtergefallen und da hat mir das Knie eben nachgegeben. Ja. Und das ist mir zweimal passiert, das erst beim rechten und dann beim linken. Also einmal Multipresse und einmal frei. Aber das hat dann auch sehr lang gedauert. Also ich glaube beim ersten Mal, ich glaube ein Jahr, bis das wirklich dann komplett weg war. Es ist nicht wirklich irgendwas gerissen oder länger beschädigt, aber es war sehr stark überdehnt, es war angeschwollen, es war viel Flüssigkeit drinnen, aber es war kein bleibender Schaden. Okay. Und sonst ist mir beim Training nie was passiert. Es war dann aber dann so 2019, da hätte ich, also letzten Wettkampf habe ich im Heuer gemacht, 2021, wäre aber eigentlich schon 2019 geplant gewesen. Und da war es eben so, da habe ich schon mit der Diät begonnen gehabt. Diät ist halt immer so, man verliert ja auch Wasser und Fett und man ist dann auch verletzungsanfälliger. Ich meine, ich war noch in der Anfangsphase und trotzdem aber, ja, muss dann halt beim Training halt schon drauf schauen, dass man nicht übertreibt. Und da war es eben dann so, da war ich da in Wiener Neustadt, war so eine Strongman-Veranstaltung und ja, da haben auch manche gefragt, ob ich mitmachen so. Aber war ja, irgendwie jetzt mich interessiert, aber habe gesagt, okay, es ist eigentlich eh nicht wirklich mein Ziel. Und jetzt habe ich mit der Diät schon angefangen. Da muss man eigentlich auch drauf aufpassen und sollte man sowas vermeiden. Und das habe ich dann gemacht. Bin aber als Besucher hingegangen und dann war die Veranstaltung vorbei. Dann haben wir gesagt, okay, das Raffen dran, das machen wir jetzt auch noch. Das wollte ich schon immer mal machen. Und ja, meine nichts doch dabei, weil so schwer wieder der Raffen nicht sei. Und bin dann hingegangen und ja, wollte dann mal halt aufheben. Ich meine, hätte normal glaube ich geklappt, aber ja, nach ein paar Zentimeter ist vom Boden weg, die Bizeps sind ja schon abgerissen. Hat sich auszahlt. Ja, leider. Ja. Es war technisch wahrscheinlich auch nicht so richtig gehoben, weil ich habe sie wirklich gehoben, wie beim Kreuzheben. Und normal soll man das ja nach vorne schieben und ich habe es eigentlich mit gestreckten Armen, dass der Bizeps schön drinnen hängt, aufgekommen. Ja, das war sehr bitter. Ja, das ärgert mich teilweise heute noch, zwei Jahre später. Das war... Ja. War super unnötig in Wirklichkeit. Das war super unnötig, ja. Okay, also das hatte ich ordentlich. Also es war nicht einmal im Studium noch, aber genau das Gleiche ist eben schon vielen passiert. Ich meine, das, nachher ist man immer gescheiter, ja. Aber ich habe nachher nachgelesen, also das ist eigentlich der Klassiker, aber das bei dem abreißt und es gibt erfüllen, was bei dem schon passiert ist. Und natürlich, ja, aufwärmt oder Ding nicht, weil ich bin einfach hingegangen und habe mir gedacht, ja. Wird schon gehen, ist machen. Nur Raffen. Ja. Und da war es aber schon so beim Training, also im Studio normal, wird da mal mobilisiert, aufgewärmt, dann ein paar Aufwärmsätze, aber das war dort nicht. Da sind wir halt hingegangen und wollten wir den Raffen aufwärmen. Okay. Und das war dann schon bitter, ja. Also das war mit Operation und so weiter dann, ne? Genau, es war distale Bizepssehne, also da wirst dann eben die... Jetzt Speicher oder Elan. Ich glaube Speicher. Speicher eben wird durchbohrt eben. Mhm. Die Bizepssehne wird da gestutzt. Also weil die ist ja dann vorne ausgefranst. Mhm. Die wird dann durch die Speicher durchgefehlt. Also die Speicher wird komplett durchbohrt. Durchgefehlt die Bizepssehne und dann kommt der Anker rein von der anderen Seite. Mhm. Und das macht es halt dann auch nicht so einfach, weil ist natürlich nicht genau an derselben Stelle wie vorher. Die Sehne ist kürzer. Ja. Viel dehnen dann. Naja, am Anfang ist es einmal so, es kommt natürlich immer unterschiedlich. Bei mir war das alles ein bisschen länger. Ich glaube, 3 Wochen Gips, also vom Handgelenk an bis zur Schulter auf der Gips in 90 Grad. Und dann eben die Schiene 6 Wochen oder so. Hm.
Und die Schiene auch am Anfang 90 Grad und dann eben im Winkel immer. Also man muss dann erst wieder lernen, dass man die Hand ausstrecken kann. Und dann eben, dann, das war ziemlich gut in Wiener Neustadt eben. Da war eben Ergotherapie und so weiter, Massieren, Strombehandlungen und so weiter. Da war ich dreimal die Woche und dann danach immer Physio weitergemacht. Ja. Super Zach, vor allem, weiß nicht, wie das bei dir war, aber mein Gott, ich bin jetzt nicht mit dir vergleichbar, aber wie mir das jetzt mit den Haxen passiert ist, also selbst wenn du mehr oder weniger deinen Proteinhaushalt so hältst, wenn du halt im Training bist, du baust einfach, wenn du eine Gliedmaße nicht bewegen kannst, baust einfach ab, weil es nicht aktiviert wird. Also ich schätze mal, bei dir wird das auch Rucci, Fucci dahin geschwunden sein, oder? Von der Muskelmasse her. Also wenn man sich nachher die Bilder anschaut, ja, man hat schon einen ordentlichen Unterschied dann gemerkt. Und habe aber dann, ich habe natürlich trotzdem auf die Ernährung geschaut. Und ja, wie dann die Schiene runter wo war oder nach dem Gips schon, hat man schon einen deutlichen Unterschied gemerkt, weil natürlich der Muskel stillgelegt. Ja. Und es war dann aber so, ich meine, es hat noch lange gedauert, mit den bisschen ausstrecken habe können, aber auch wie ich dann begonnen habe mit leichtem Training, also ich habe wirklich bei der 1 Kilogramm Hantel angefangen, weil ich mal überhaupt die Bewegung machen müssen. Es hat dann lustig ausgeschaut, aber es war halt so, ja. Und die Fühle war aber schnell da wieder. Und ich bin auch damals, ja, da war ich immer ein bisschen schwerer. Also ich glaube, ich habe zwischen 108 und 110 habe ich gehabt immer, Off-Season. Und wie mit der Diät dann, wie der Unfall passiert ist, war ich um die 100 Kilogramm, glaube ich. Und bin aber dann nicht wirklich, ich glaube, auf 99 oder was runter. Ich meine, natürlich war die Form nicht mehr so, aber ich habe mich halbwegs halten können, so insgesamt. Ja. Wenn man es vergleicht zu vorher, war natürlich schon ein starker Unterschied. Speziell der Arm, wenn man dann die Fotos sieht oder allein, wenn man es mit rechts verglichen hat. Ja, Popeye. Das war, ja. Aber die Fülle war schnell da, aber das Training war nicht mehr so wie vorher und ist auch jetzt nicht mehr so. Also ich muss jetzt auch nicht mehr drauf schauen. Aber es ist natürlich so, ich habe das schon, ich habe vorher schon ziemlich genau trainiert, aber nachdem habe ich nochmal alles komplett umkrempelt. Ja. Also ich habe das Training nochmal viel genauer und sogar jetzt heuer nochmal alles viel genauer. Also man lernt trotzdem mal wieder dazu. Ja. Und ja, man muss, also natürlich hätte ich wieder jetzt so nachher anders trainieren können, aber ich habe einfach viel mehr auf die Technik geschaut, noch weniger. Also wirklich schauen, dass kein Schwung überall drinnen ist. Volle Range of Motion. Einfach auch, also man muss dann auch irgendwann einmal, früher war das vielleicht auch oft ein bisschen eine Mischung aus Bodybuilding und Powerlifting. Und funktioniert auch beim Muskelaufbau, aber wenn man die Technik halt viel genauer macht, kann man wirklich noch mehr auf die Zielmuskulatur konzentrieren und natürlich auch jünger werden wir auch nicht, Verletzungsrisiko wird dadurch auch um einiges weniger und ich glaube, so wie ich jetzt trainiere, funktioniert es genauso, wenn nicht besser, speziell wenn man wirklich die Zielmuskulatur treffen will und das Verletzungsrisiko auch viel geringer. Ja, na, ich glaube, das ist super wichtig, die Technik, und es ist lustig, weil egal welchen Podcast Gast wir jetzt gehabt haben, der irgendwie mit Sport eben zu tun hat oder mit Bewegung und selber irgendwie eben viel tut, jeder hat, blöd gesagt, jeder hat irgendwann einmal eine schwere Verletzung braucht, damit er noch einmal einen Schritt in Richtung, ich mach's gescheiter macht. Ja. Es sind halt leider teilweise diese Fehler, die scheinbar dazugehören, die man, ich will nicht sagen, machen muss. Also ich glaube, jeder, der sich irgendwas von eben Profis mitnehmen kann oder die das halt professionell machen, soll alles mitnehmen, was er kann, um solche Fehler eventuell zu vermeiden. Aber irgendwie gehört das scheinbar dazu, dass man ja, durch solche Sachen durchgehen muss, um sich neu zu rekonfigurieren. Also ich weiß es jetzt selber bei meiner Knickgeschichte, ja.
Die Technik hat jetzt auch wieder einen ganz anderen Wert. Ja. Aber da muss man scheinbar durch. Okay. Aber auch spannend. Also du hast gesagt, also es ist nicht mehr so wie früher, es fühlt sich nicht mehr so wie früher an. Das heißt, du hast dich einfach adaptiert und angepasst an die Situation, wie es ist. Und bist jetzt aber trotzdem, weil du halt trotzdem noch mehr auf die Technik schaust, eigentlich Comeback stronger. Also geht es eigentlich mehr oder weniger besser damit jetzt. Also man kann schon sagen, also die Form, was ich heuer gebracht habe, war sicher die beste Form bis jetzt. Also ich habe mich sicher gesteigert. Aber man kann natürlich nicht sagen, wenn das und das nicht gewesen wäre, wie wäre es. Also wäre das nicht gewesen und ich hätte gleich gescheit trainiert. Also gescheit, ich habe eh vorher auch nicht so schlecht trainiert. Aber noch genauer, so wie jetzt, wäre es natürlich wahrscheinlich noch viel besser. Aber hätte, ja, ist immer so. Aber Das Wichtigste ist, dass man, insgesamt war es besser jetzt natürlich. ja, und das ist eben, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einfach schaut, dass man das Beste auch rausholt, einfach. Genau, Egal aus welcher Situation. also ich habe das Beste draus gemacht. Also ich habe dann nochmal gebracht, gut 2019, dann hat das immer ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder mit dem Training anfangen habe können. Ich habe aber dann wieder war sehr schnell wieder drinnen. Und ja, 2020 war ich eigentlich dann eh fast wieder wie vorher dort, nicht ganz. Ja, und dann eben mit Corona und so weiter, dann war wieder Training also das Trainingssache im Ja, Kellerabteil eingelagert dein und Alcatraz trinken. dann mit Danke, Erwin. ja, danke, Erwin. Mit minimalsten Equipment eigentlich. Aber ja, man muss halt zum Helfen wissen und es hat dann auch sehr gut funktioniert. Ich Ja. meine, ich habe dann immer eine viertelhalbe Stunde Trainingssachen einräumen müssen. Ist auch ein gutes Aber Training. auch aus der Situation eben das Beste draus gemacht und ja. Ja, das ist das Wichtigste. Man muss adaptieren, man muss rekonfigurieren, man muss das Beste einfach draus machen, fertig. Nach vorne schauen und Ja, aus den Fehlern genau. lernen, Was mehr oder mit weniger. der Verletzung, ich spüre es jetzt nicht mehr bei Zugbewegungen Ja. teilweise. Aber es nutzt halt nichts, ich muss halt das Beste draus machen und Ja. Und es ist ein guter Reminder, dass du brav auf die Technik schaust. genau, ja. So muss man es sehen. Ja. Ja. Okay, jetzt ist ich auch schon öfters das Thema Ernährung. Gefallen. Also, ich weiß nicht, das erste, wenn ich an Ernährung an dich denke, waren das noch die Herrengassenzeiten, wo du beim Dürr stehen mit deinem Tapperwerk stand bist, weil du einfach ja, essen hast müssen. Also, du musst ja essen, wenn du sowas machst. Weiß ich nicht, was wiegst du jetzt momentan ungefähr und wie viel Gramm Protein schaust du, dass du zu dir nimmst und wie viel Kalorien? Also, ja, gut, das, was du da zählst, das habe ich schon wieder vergessen. Das ist auch schon wieder jahrelang, ja. Aber natürlich, man muss natürlich immer aufs Essen schauen. Bei mir ist halt der Vorteil, ist halt auch gerne. Und die Bodybuilding-Ernährung, die typische, das schmeckt mir auch, also passt das eigentlich. Also, da habe ich alles. Kein Händel, Problem. Brust, Reis und Brokkoli. Ja, genau, so circa. Da habe ich kein Problem damit. Ja. Aber ist natürlich auch andere Sachen, ist auch Rindfleisch, Ja. verschiedenes, Kartoffeln und jetzt in letzter Zeit probiere ich ab und zu sogar vegane Tage zum Einbauen, was mich einfach interessiert. Und also wie das heutzutage ist, macht es glaube ich auch Sinn, dass man das einmal probiert. Und jetzt teste ich das einfach und bis jetzt die Erfahrung, glaube ich, scheint auch zu funktionieren. Und bei mir ist so, Protein ist eigentlich immer gleich jetzt. Also egal jetzt ob Aufbau oder Diät, Diät ein bisschen mehr vielleicht. Und Fette auch relativ konstant. Vielleicht in der Diät auch ein bisschen mehr, aber naja, relativ konstant. Und das Einzige, was mich eigentlich verändert, sind die Kohlenhydrate. Bei mir ist es so. Ja. Hast du damals mal Pi für dich eine Formel gefunden, wo du sagst, weiß nicht, pro Kilogramm Körpergewicht, weiß nicht, 3 Gramm Protein oder wie rechnest du? Hast du irgendwas? Also auswendig weiß ich es jetzt gar nicht. Okay. Aber ich glaube so 2 bis 3 Gramm pro Ja. Kilogramm Körpergewicht, sagt man. Ja, genau. Also bei mir Deswegen wäre ist jetzt es so, interessant, was du ungefähr. ja, ist halt jetzt mein Plan auswählen, dann Ja. könnte es das so. Aber Ja, aber irgendwo so dazwischen halt. Sicher über die 2 Gramm Proteine. Weil ja, ohne sicher, dem ja, wird es bei genau, ja. dem
in dem Maß, was du trainierst, nicht gehen. Also ich kann es eh sagen, circa, was ich jetzt essen tue. Ja. Also an Proteinen, also ich esse in der Früh 8 Eier, aber irgendwas Eiger, ein ganzes Ei. Und mittags, also nein, dann ist es, mittags ist gut gesagt, dann ist eben Jausen. 3x 200 Gramm Hühnerfleisch oder mageres Rindfleisch oder eben das Planted Chicken jetzt, was ich teilweise probiere, oder eben überhaupt mit Kichererbsen, das muss man halt ausrechnen, aber 200 Gramm Fleisch oder Fisch eben. Dann im Vor- und nach dem Training habe ich es in der Diät jetzt so gemacht, also ich habe eigentlich bis zum Wettkampf, ich habe keine Supplemente konsumiert, weil ich eben mit Verdauung und so etwas Probleme gehabt habe. Die habe ich jetzt aber wieder eingebaut. Sonst war eigentlich vor und nach dem Training auch eiklar. Und jetzt ist es eben Isow-Protein vor und nach dem Training. Während Training essentielle Aminosäuren. Und am Abend dann nochmal im 8-mal Eigler und zwar ganz Eier. Also das ist dann jetzt nur die Proteine. Okay. Und das ist aber relativ konstant immer so circa. Ja, das ist der Standard, mehr oder weniger. Okay. Bei dem zusätzlichen Protein, was du nimmst, was hast du gesagt, Isopay? Ist das, was ist das? Ist das Milcheiweiß oder auf was basiert das? Oder ist das? Molkeprotein. Ja. Hochisoliert eben, ja. Ja, okay. Hast du da eben auch experimentiert mit, weiß nicht, Erbsenprotein, Hanfprotein? Genau, also ich verwende auch jetzt da das Erbsenprotein, das veganes Protein. Ja. Ja. Aber wie gesagt, eben erst seit nach dem Wettkampf jetzt wieder also seit November jetzt eigentlich probiere ich wieder Supplemente, weil ich meine, vielleicht ist es auch von der Qualität oder was, aber irgendwie hat es nicht passt eben. Und ich habe dann sehr viele Sachen eben weggelassen und nur wirklich Standardernährung und immer probiert, was funktioniert nicht, weil ich kenne meinen Körper schon sehr gut und ich merke schnell, was jetzt passt und was nicht passt. Ja. Und ich merke sofort, wenn mir irgendwas zu viel Wasser zieht oder nicht. Und darum habe ich eigentlich nachher alles weggelassen. Und jetzt probiere ich wieder aus, was funktioniert nicht. Cool. Also du hast immer schon mit Supplementen quasi und mit Eiweißshakes oder was experimentiert, aber wirklich erst jetzt eben 2021 für den Wettkampf das quasi fix eingebaut in dem Sinn. Nein, vom Wettkampf, also ich hab 2021 jetzt in der vor dem Wettkampf und in der kompletten Diät keine Supplemente. Achso, eben gar keine jetzt? Gar keine, weil es einfach, ich habe viele Sachen dann weggelassen, eben zum Beispiel habe Milch komplett weggelassen, habe aber noch auch wirklich komplett, weil du vorher gefragt hast, was ist das? Ja. Das ist eben doch ein Milchprodukt, ja, aber praktisch keine Laktose, weil es so hochisoliert ist. Mhm. Aber trotzdem, ich habe das alles weggelassen, weil ich wollte einfach kein Risiko mehr eingehen. Ich habe solche Probleme gehabt, dass ich wieder... Und dann habe ich eben wirklich nur Standardsachen. Also da war wirklich Protein war bei mir nur aus Eiern, Fleisch und Fisch. Okay, alles sonst nichts. Und darum habe ich dann auch nicht herum experimentiert. Und jetzt nutze ich die Zeit wieder zum Experimentieren. Genau. Alles klar. Okay, also ich habe es missverstanden. Ja. Sehr cool. Okay, und deine Erfahrung ist eben, dass du gewisse Proteine besser vertragst als andere. Also die Proteine, wirst du eh am besten wissen, weil auch da kommt es auf die Qualität drauf an, würde ich jetzt mal stark behaupten. Also Supplement ist ja auch nicht gleich Supplement und Proteinpulver ist auch nicht gleich Proteinpulver. Wie siehst du das unter Anführungszeichen für die breitere Masse der Menschen, die Normalsport betreibt? Würdest du denen empfehlen, keine Ahnung, auch zu experimentieren? Oder ist deiner Erfahrung nach, schau einfach, dass du wirklich so viel isst wie möglich und quasi das Protein auf unsupplementierten Weg bekommst? Wie ist deine Einstellung da heute im Gegensatz zu, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren noch? Jetzt eben, wo du auch mit dem Wettkampf herum experimentiert hast.
Ich glaube, es ist auch schwierig zum Sagen. Es kommt auch auf die Leute darauf an, wie gut, dass sie den eigenen Körper kennen. Weil, weiß nicht, in deinem Umfeld, vielleicht kriegst du es auch mit, es sind immer mehr Leute, die was eigentlich Allergene haben und was nicht vertragen. Ich kenne immer mehr Leute und da muss man dann schon schauen. Und wenn man experimentiert, dann muss man das auch immer Schritt für Schritt, dann muss man mal eins weglassen. Mhm. Und nicht immer, wenn man zu viel auf einmal ändert, dann weiß man eigentlich nicht, was sich jetzt geändert hat. Aber Supplemente, es funktioniert alles ohne Supplemente, oder ich habe einen kompletten Wettkampf ohne Supplemente gemacht. Aber es ist halt dann speziell vor und nach dem Training machen Supplemente und während dem Training Sinn, weil es eben der Körper schnell aufnimmt. Aber unbedingt nötig ist nicht. Es kann aber dann für manche auch Sinn machen, die was in einem Job sind oder so, wo sie nicht viel Zeit haben und können zum Essen können kommen, schnell mal einen Shake oder so dazwischen trinken. Ja. Oder man bereitet es, weiß nicht, mit einem Reisbrei und einem Protein drin davor, dass man es schnell löffeln kann. Ja. Aber unbedingt notwendig ist nicht. Ne? Vor allem im Endeffekt kommt es auch darauf an, was für eine Intensität die Leute trainieren oder was auch immer. Also ich sage jetzt einmal für den 0815 Sportler, der jetzt sage ich mal sich. Ja. Aber es ist vielleicht für manche bequemer. Man ja. kann nicht schnell was zubereiten. Ja, so wie du sagst, vor allem jobbedingt ist es vielleicht teilweise wirklich eine Sache, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist und so und nicht dazu kommst. Und das ist halt schon ein Fakt, dass der Körper auf jeden Fall sein Protein braucht. Also ich glaube, das ist ja eins der größten und wichtigsten Themen mit zunehmendem Alter ab 50 oder ab 60, wo dann die entsprechende Muskelmasse abnimmt und. Und man erst recht eigentlich aufs Protein, auf die Proteinzufuhr schauen sollte. Aber was man nicht vergessen darf, also Kohlenhydrate und Fette spielen auch eine wichtige Rolle und Kohlenhydrate sind nicht der Feind, Kohlenhydrate sind die Energielieferanten und spielen auch eine wichtige Rolle, wenn man da auch noch die richtigen isst. Die Dosis macht halt immer das Gift. Genau, ja. Aber es wird halt immer irgendwas verteufelt so in die Richtung. Die Dosis, aber die Qualität. Von mir ist, was man isst. Ja, man kann ja Chips essen als Kohlenhydrate und man kann Reis essen, sagen wir so. Voll. Nein, also die Qualität und die Dosis, die machen auf jeden Fall das Gift aus, ja. Also die Kohlenhydrate sind nicht das Böse, das sage ich auch immer. Es ist eher die Disziplin, die böse ist und bei den Leuten nicht vorhanden ist, wenn sie nicht wissen, wie viele Kohlenhydrate sie zu sich nehmen oder sich wundern, warum sie nicht abnehmen, wenn sie halt nicht in einem Defizit sind oder so. Aber das sind immer die klassischen Diskussionen. Weißt du ungefähr, auf wie viel Kalorien du kommst am Tag? Jetzt sind es, ich glaube, 3800. Ah, okay. Das ist gar nicht so arg eigentlich. Wenn man das ist nicht so. Nein, aber es ist auch so, ich bin jetzt in der Reverse-Diät noch. Mhm. Also ich habe meinen letzten Wettkampf gehabt, ich glaube 18. Oktober. Mhm. Und dann habe ich auch gleich mit der Reverse-Diät gestartet. Das heißt, wieder, ich gehe eigentlich in die umgekehrte Richtung wieder und wieder langsam mit den Kalorien rauf. Ja. Wie ist der aktuelle Status jetzt, wenn es um deine Trainingspläne, Ernährungspläne gibt? Machst du dir das alles selber oder hast du jetzt in den letzten Jahren eben einen professionellen Coach an der Hand gehabt und hast den eine Zeit lang gehabt, mit dem hast du alles aufgebaut und machst jetzt quasi selber weiter? Oder? Also ich habe jetzt dann die letzten Jahre eben für die Wettkämpfe habe ich einen Coach gehabt. Und ja, es macht einfach Sinn, weil man kann sich dann wirklich aufs Wesentliche konzentrieren und man hat eben einfach einen Blick von draußen drauf und ich weiß sehr vieles selber, ich könnte wahrscheinlich auch sehr vieles selber machen, aber für mich macht es trotzdem Sinn, wenn da wer anderen nochmal drauf schaut und dann auch speziell am Schluss noch oder einfach wer da den Blick drauf und kann da genau sagen, was zu machen ist und du konzentrierst dich auf dein Ding und ja. Genau. Musst dich eben nicht zusätzlich noch darum kümmern, dass du alles, weiß nicht, organisierst im Sinne von den Plänen etc. Also du kannst dich wirklich an den Plan richten und abtest unter Anführungszeichen den Plan ab. Genau, und das hat dann mehr einen Blick von draußen drauf. Ja. Der Coach das halt. Ist, das war so. Genau, ja, und es macht für jeden Sinn, weil ja,
der Michael Jordan oder ein Coach kommt. Ja. Ja, es ist halt. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass heutzutage der Begriff Coach einfach ausgelutscht ist und dass mit dem Begriff viel Schundluder betrieben wird. Ja, dieses heutzutage klassische Coach. Ist schon fast jeder zweite Coach. Ja. Ja, und dann bin ich systemischer Coach und ich coach dich jetzt bis dein Leben. Ja, also, keine Ahnung. Wollen wir jetzt da nicht drüber ranten, aber der Begriff ist leider ein bisschen missbraucht worden oder wird ziemlich missbraucht gerade. Aber im Endeffekt ist nichts anderes als, weiß ich nicht, ein Bewegungsgesundheitsprojektmanager, wenn es das so sehen willst. Ne? Das ist eigentlich ein guter Coach. So wie du sagst, der hat den Blick von oben, der kennt die Rahmenbedingungen, der weiß, wie du funktionierst ein bisschen und kann dich eben leiten eigentlich. Ne? Darum geht es eigentlich. Ja, wenn du länger schon beim Wien bist, kennt der auch, wie der Körper funktioniert. Genau. Ja. Und aber ich kann es nur jedem sagen, man muss selber auch wissen, muss selber auch mitdenken, weil bei mir war es eben so, wo ich gemerkt habe, viele Sachen passen bei mir nicht und da muss ich andere Sachen essen, dass das funktioniert. Da muss man selber auch auf seinen Körper eben hören. Oder wenn man jetzt sagt, okay, jetzt wieder mal eine Pause wieder Sinn machen oder auch nicht. Und man muss nur blind alles machen, auch nicht. Also man muss schon seinen eigenen Körper auch hören, ja, ja. Und mitdenken. Ich glaube, das ist das Aber bei manchen Sachen muss man dann auch wieder das machen, wenn man sich schon einen Coach nimmt, muss man auch das machen. Ja. Weil es gibt natürlich auch manche, die, also ich halte mich nachher hundertprozentig dran. Mhm. Aber es gibt natürlich auch manche nachher, die was das nicht so machen. Und dann brauche ich mir auch keinen Coach mehr. Im Endeffekt ist es ein Ping-Pong-Spielen. Also du musst ja so ein Verhältnis zu ihm haben, dass du auch sagst, die von wegen, das hat nicht so funktioniert oder weiß nicht, ich bin heute aufgewacht. Du musst zusammenarbeiten, Genau, du musst zusammenarbeiten. Also das, ja. Aber gut, das ist halt wieder das andere Thema, dass die Leute teilweise ja glauben, wenn sie sich einen Trainer, einen Coach nehmen etc., dass der jetzt quasi alles für sie macht und sie müssen sich um nichts mehr kümmern und sie gehen jetzt raus und dann passt das schon so. Aber dass der Coach das mitgibt, was du ja dann draußen im Alltag in irgendeiner Art und Weise oder halt beim Training da mitnehmen sollst, das vergessen die Leute oft. Das ist so, dass immer wieder beim Bequemlichkeitsfaktor, ich nehme jetzt einen Coach und passt schon. Ja, und ich muss selber nichts mehr machen. Sind ja viele nicht ehrlich zu sich selber noch, weil sie sich nicht dran halten. Genau. Das ist ein gutes Stichwort, ehrlich zu sich selber sein, geht Hand in Hand mit dem Thema Disziplin. Du hast wahrscheinlich einen relativ getakteten Alltag in dem Sinn, oder? Was Aufstehen, Routine, das mache ich, Arbeit, Training. Also es geht auch alles nach Plan wahrscheinlich, oder Alex? Also bei mir, speziell in der Wettkampfvorbereitung, also ich habe wirklich angefangen mit der Diät, habe ich natürlich Wettkampfvorbereitung, man muss natürlich, ist ja nicht nur die Diät, das muss ja vorher schon die Muskeln aufgebaut sein, aber wirklich die Wettkampfdiät hat begonnen bei mir 1. Juni und letzter Wettkampf, ich glaube 18. Oktober war es und da habe ich wirklich geschaut, dass alles 100%ig, also in der Früh aufstehen, halbe Stunde Cardio, kochen oder am Vorabend kochen, je nachdem, einmal so, einmal so. Kochen, arbeiten, zu den richtigen Zeiten essen, dann nochmal essen, trainieren gehen, heimkommen, also dann nochmal Karte, ja. Und dann heimkommen, essen. Essen, ja. Und dann entweder kochen oder schlafen schon. Also es war ja wirklich in der Zeit, also ich habe so gehabt, eben 6-mal die Woche Cardio und Training ist so aufgebaut, 2 Tage Training, 1 Tag Pause, 2 Tage Training, 1 Tag Pause und so weiter. Das habe ich wirklich 100%ig eingehalten. Pause heißt in deinem Fall was? Machst du dann unter Anführungszeichen regenerative Bewegung, eben zwecks, weiß nicht, spazieren gehen, leicht am Ergometer sitzen, dehnen, was ist quasi so da? Also das Cardio, wie gesagt, das bleibt 6-mal die Woche. Das bleibt 6-mal, ja. Und das Krafttraining, je nachdem, wo es hinfällt, ist manchmal ist ein Tag, wo Cardio ist oder gar kein Cardio. Mhm. Und meistens an den Tag mache ich dann auch wirklich dann gar nichts. Ja. Also wirklich gar nichts. Also auch nicht eben. Gar nichts, außer vielleicht das Cardio, wenn es an den Tag fällt. Ja. Vielleicht, wenn ich motiviert war, dass ich eben noch mobilisieren mache. Aber sonst nicht wirklich was Großartiges. Okay. Ja, und massieren
oder Füße bin ich immer auch im an den zusätzlichen Off-Tagen. Vielleicht, wenn es passt, dann halt an einen Off-Tag. Ja. Aber kommt davor, wie es sich ergibt, weil so genau kann man es auch nicht. Man muss die Termine auch vorher ausmachen. Ja. Aber Physio und Massieren war ich, glaube ich, auch alle 3 Wochen circa oder so. Mhm. Ist deine Ernährung an den Off-Tagen ein bisschen anders als an den Trainingstagen, was die Proteinzufuhr betrifft oder was auch immer? Oder ist die Ernährung, unter Anführungszeichen, vom Plan her ein durchgehendes Plan? Es ist ein bisschen an, aber nur geringfügig. Also es ist, es fällt, also ich habe einmal Pre-Workout und Post-Workout Ernährung, Meal, und das fällt weg. Also das kompensierst du oder baust das nicht so in den Off-Tagen ein irgendwo? Ist dann die Proteine woanders, das ist dann bei den Hauptmahlzeiten mehr, aber es sind ein bisschen weniger Kohlenhydrate dann. Okay. Aber das Protein bleibt eben gleich, das verteilt Protein sich nur halt ein bisschen anders. Gleich, ja. Mhm. Es verteilt sich ein bisschen anders und ein bisschen Kohlenhydrate fallen weg, weil eben normal ist ja immer gleich direkt nach dem Training nachher noch schneller Kohlenhydrate und die fallen weg. Mhm. Aber es ist nicht viel anders dann. Ja, okay. Und ja, schwieriges Thema mit der Ernährung immer. Wir sind uns einig auf jeden Fall, das ist hoffentlich jedem normalen Menschen bewusst, dass die Qualität auf jeden Fall mal extrem wichtig ist. Die Dosis macht das Gift. Und was an was ich jetzt eben ansetzen wollte, was ich spannend gefunden habe, du hast gesagt, du probierst jetzt quasi auch vegane Tage, also fleischlose Tage einzubauen. Und das heißt für mich, schließt sich auch wieder der Kreis zu dem, was du vorher gesagt hast, von wegen, man lernt nie aus. Für dich gibt es jetzt nicht diese eine Standarddiät, also auch ernährungstechnisch kannst du jetzt nach all den Jahren sagen, du kannst immer noch lernen und es gibt immer was Neues zum Ausprobieren. Es gibt nicht diese eine Standarddiät. Das war mehr aufs Training bezogen. Hm. Ich glaube, bei der Ernährung gibt es nicht so viel. Ich meine, das mit vegan, ja gut, man benutzt jetzt da andere Proteinquelle. Ja. Aber sonst, ich glaube nicht, dass man es viel anders machen kann. Also muss das Proteine hochhalten, genau, gesunde Fette zuführen. Aber die Proteinquellen und eben, die, ob das jetzt das Fleisch ist, ja, ob das jetzt das vielleicht, ist. Aber da bin ich noch nicht so tief drinnen, weil du jetzt im Fernsehen jetzt Tage einbauen. Das scheint zu funktionieren, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Aber ja, es funktioniert, bei anderen funktioniert es auch. Also. Ja. Ja, und das finde ich eben leider. Und das ist eine coole Geschichte, einfach zu sagen, okay, nach so vielen Jahren kannst du auch ernährungstechnisch noch quasi was dazulernen. Mhm. Und das finde ich wichtig für unsere Zuhörer und für unsere Zuseher, weil gerade in den Zeiten jetzt von Social Media und dem ganzen Scheiß wird halt immer irgendwas gehypt und das ist die Diät und die ist jetzt die perfekte Diät und das ist jetzt die Diät und die ist die perfekte Diät und dann nimmst du dieselbe Diät von vor 2 Jahren her und gibst einem neuen Namen und sagst, das ist jetzt die Diät. Aber man muss so sagen, die Bodybuilding-Ernährung und Diät ist in Wirklichkeit sehr, sehr einfach, weil ich habe ja vorher gesagt, was ist denn du? Ja. Und so wie du am Anfang Spaß auch gesagt hast, Hühnerfleisch, Reis und Brokkoli, meistens ist es nicht mehr. Ja. Und man muss halt dann einfach nur in Reis die richtige Menge zuführen und dann war es eigentlich schon. Und ein paar gesunde Fette noch, und das ist eigentlich die Bodybuilding-Diät. Also das ist auch das, was immer funktionieren wird. Und das andere eigentlich, das ist wirklich mehr, ja, wie hast das du genannt vorher? Was immer die Leute hypen dazwischendurch. Ja, irgendwelche speziellen Diäten halt oder was auch immer. Irgendwas wird benamst, irgendwas wird Diät genannt, wo ich schon einmal ein Problem damit habe, weil Diät heißt eigentlich, okay, das ist für 3-4 Monate eine Diät, die halt aufgrund einer speziellen Situation, ob das jetzt das Bodybuilding ist oder ob das aufgrund einer Krankheit ist, meistens im Krankheits- oder Gesundheitsbereich eine exkludierende Diät ist, das heißt, irgendwas wird weglassen, weil man eben schauen muss, was nicht gut tut oder was einem besser tut. Aber wenn es eben um Training geht und hin und her, deswegen habe ich vorher gemeint, bei dir ist es für die Wettkampfvorbereitung dann schon eine Art Diät, aber prinzipiell, dein Regime ist ein Lifestyle. Und das genau, vergessen oft die Leute, weil die glauben so, ich mache jetzt die, keine Ahnung, was ist jetzt gerade wieder im Hype, ich mache jetzt die Keto-Diät oder ich mache die keine Ahnung was, leck mich am Arsch Bullshit-Diät
oder weiß nicht, Time Restricted Fasting und keine Ahnung, bla bla bla. Früher hat man halt gesagt, lass das Frühstück weg, keine Ahnung, jetzt hat es halt Früste hilft. Genau, jetzt hat es halt coole Namen, was auch immer. Auf was ich eben hinaus wollte, ist, es gibt so viel, es wird den Leuten so viel Bullshit verkauft, obwohl es eigentlich relativ einfach wäre. Du musst genau, da Bewusstsein, ja, es ist einfach, ja. Ja, du musst da Bewusstsein schaffen für deinen Körper, brauchst du Bewusstsein für die Nahrungsmittel, die du zu dir nimmst und die Qualität ist wichtig und die Dosis macht das Gift und da bedarf es nicht viel an, also ich muss jetzt keine Studien lesen können, damit ich ungefähr weiß, was gut für mich ist, weil im Endeffekt brauche ich nur eben ein bisschen ins Experiment gehen, verschiedene Kohlenhydrate essen oder weiß nicht, so Experimente, der Erwin hat immer solche Experimente auch gemacht, von wegen, weiß nicht, der lasst mal Kohlenhydrate weg und dann isst er jeden Tag ein anderes Kohlenhydrat und schaut, ob er ins Koma fällt oder nicht oder ob er, weiß nicht, Bauchweh hat oder was auch immer. Also man kann ja relativ simpel einfach austesten, was einem gut tut und was nicht. Mhm. Weil, wenn ich halbwegs auf meinem Körper höre und immer ein entsprechendes Bewusstsein habe oder ein bisschen ein Bewusstsein habe für den Körper, der sagt mir eh sofort, was einem nicht gut tut. Wenn ich zum Mittag mal die Pizza reinhaue und Kars weiß mehr hat und eine halbe Stunde im Koma liegt, dann kannst du davon ausgehen, dass die Pizza vielleicht zum Mittag nicht so gut ist. Und probier halt mal was anderes, ist die Pizza am Abend. Keine Ahnung, schieß mich tot. Also es braucht nicht viel eigentlich. Ja, man muss eigentlich irgendwo wissen, okay, ich muss ein bisschen schauen, dass ich mehr Protein ist und mit den Kohlenhydraten dann herumregulieren. Ja. Wenn ich zu fett wäre, muss ich ein bisschen weniger essen. Wenn ich ein bisschen Muskel aufbauen will, so regulieren, dass ich nicht zu fett wäre, aber eben trotzdem genug Energie habe. Ja. Ja. Und viel komplizierter ist es in Wirklichkeit nicht. Eigentlich nicht. Aber ja. vielleicht. Und noch in Mikronährstoffen ein bisschen schauen, aber jetzt ja. Weiß es dann schon wirklich. Oder vielleicht sind wir einfach die Idioten, die es so einfach sehen und auch Geld machen könnten, wenn wir den Leuten was anderes erzählen. Ja. Vielleicht sind wir die Idioten. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass du nach all den Jahren einfach sagst, man kann in jedem Bereich einfach noch lernen, experimentieren und ausprobieren einfach auch und sieht, dass scheinbar eben auch funktioniert, wenn man eben andere Proteinquellen nimmt oder was auch immer. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Learning, einfach für die Zuhörer und für die Zuseher, einfach zu sagen, probiert's aus, testet's aus, schaut's mal, was euch gut tut, hört's auf euren Körper, fragt's Leute, redet's mit Leuten, also gerade im Fitnessstudio, ich meine, wir sind eine ganz eigene Partie bei uns im Fitnessstudio, weil ich gehe relativ früh, es gibt so einen kleinen Kreis an Leuten, mehr oder weniger, und da sind halt immer ein paar von denen dort, und da wird halt austauscht, weil man sich halt schon kennt, und was gibt's bessere Quelle als einen anderen Menschen, der sich auch mit den Dingen beschäftigt, gibt es nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich einfach informiert und wenn man eine Frage hat, einfach den Mund aufmacht, gerade wenn es um gesunde Training geht, wo sich viele Leute eben unsicher sind, weil sie kein Bewusstsein haben. Naja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Um bei meiner letzten Frage anzusetzen, eben was dein Zeitmanagement und deine strikte Planung betrifft. Der Day Off ist mehr oder weniger der Regenerationstag. Was gehört für dich noch zum Thema Regeneration dazu? Was für einen Stellenwert hat für dich der Schlaf zum Beispiel? Ja, Regeneration sicher was unterschätzt würde, weil du wahrscheinlich auch warst, Muskelaufbau tut man auch nur, wenn die Regeneration passt. Die Form und sowas verändert sich auch sicher, wenn nicht. Oder auch wenn man zum Beispiel Stress hat und zu viel Cortisol ausschüttet, wird die Form schlechter und so weiter. Also Regeneration ist sehr wichtig. Man hat ja sogar im Schlaf Wachstumshormonausschüttung und so weiter. Und ich schaue schon drauf, wenn man nicht schlafen gehe und es lässt sich managen, schaue ich, dass ich zumindest 7 bis 8 Stunden schlafen. Natürlich ist es nicht immer möglich, wenn ich jetzt am nächsten Tag weiß, ich muss früh auf und habe einen Kundentermin. Aber ich probiere es zumindest, dass ich schaue unter der Woche eben 7 bis 8 Stunden Schlaf und am Wochenende
Ist bei mir meistens so, dass ich sage, okay, ich stimme keinen Wecker. Und meistens nachher schlafst du dann nicht so lange. Ja. Aber, weil die Uhrzeit. Aber ich schaue schon drauf, dass der Schlaf auch passt, ja, wenn es möglich ist. Ja. Hast du, was den Schlaf betrifft, eben auch herum experimentiert oder war das eh schon so? Ja, für die, die was wirklich schon mal eine richtige Wettkampf-Tag gemacht haben, die wissen eigentlich nachher, was da eigentlich am Schluss dann passiert. Also bei mir war es so, es war dann, wie ich das erste Mal gestartet bin, heuer in Österreich bei der NPC, habe ich dann schon leichte Schlafprobleme gehabt. Aber es war dann bis nach Ungarn zum nächsten Wettkampf, war nochmal 4 Wochen dazwischen. Und habe aber dann aber die Kalorien nicht verändert, die waren immer sehr niedrig. Also waren bei mir, ich glaube, ein bisschen über 2000 Kilokalorien. Und das ist für mich extrem wenig. Und das ist aber dann so weitergegangen, das Training ist gleich geblieben, die Kalorien sind gleich geblieben. Ja, und dann haben wir eben nochmal 4 Wochen durchhalten müssen und man schläft dann eigentlich fast nichts mehr. Also ich habe dann oft nur mehr 3-4 Stunden geschlafen. Da schreit der Körper einfach nur noch und fütter mich. Und da beim liegst du mal 2 Stunden im Bett und kannst nicht einschlafen. Und, ja, und wenn du einschlafen gehst, gehst du eigentlich mit dem Gedanken, ich freue mich schon aufs Frühstück. Aber das kann man sich so nicht vorstellen, wenn man es nicht, ja, erlebt hat, aber man schläft nicht. Ja. Ich habe dann ein paar Supplemente probiert zum Einschlafen. Also so GABA, was es gibt. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal probiert, wie heißt das gleich? Die Öle. CBD, ja, genau. Aber ja, am Anfang glaubt man vielleicht, das nutzt was, aber es hat, ja, ich habe viele Sachen probiert, es hat nichts genutzt. Also ja, es ist bei wenig Schlaf geblieben. Und so, wenn du jetzt nicht Schlaf angesprochen hast, das ist eh schon wieder vergessen, weil jetzt ist zum Glück wieder alles normalisiert, es dauert dann auch lang. Ja. Und jetzt passt wieder alles. Es ist halt auch aufgrund von den wirklich geringen Körperfettanteil und den wenigen Kalorien, da spielt der Körper dann schon ein bisschen verrückt. Ja, sicher. Du lässt ihn ja ein bisschen aushungern eigentlich in dem Sinn. Aber es war dann oft so in der Früh, dass ich mich gleich aufs Rad aufgesetzt habe und war komplett. Ist normal gegangen quasi. Ja, ich war komplett fit. Ja. Also, ja, das ist ja das Faszinierende. Aber nachher irgendwann merkst du schon, okay, eigentlich bin ich noch müde. Und dann eigentlich, wenn es zum Krafttraining geht, denkst du, ich bin müde. Aber es ist erstaunlich, das Training ist immer gegangen. Das Krafttraining ist immer gegangen. Ja, den Körper ist einfach man so konditioniert. Kommt dann eh rein, ja, ja. Andere Dinge nachher manchmal fallen dann nachher schon ziemlich schwer. Aber irgendwann kommt man dann wieder rein und das... Es passt alles. Aber weiß ich nicht. Man will da an den Körper eigentlich nur mehr das Minimalste machen, ob es außerhalb vom Training ist. Ja, du treibst ihn einfach permanent ans Limit, egal in welcher Hinsicht. Ne? Das vergisst man dann wieder. Naja, ich glaube, das verdrängt man. Das verdrängt man wieder, ja. Weil man muss da nicht drüber lachen, weil es ist schon sehr anstrengend. Ja, deswegen finde ich es umso faszinierender, dass dir das trotzdem noch quasi Spaß macht und du, ja, dir das einfach Spaß macht und du das einfach als große Challenge siehst. Ja, das war wirklich schon eine Challenge. Ja. Also, weil wenn du weißt, dass du jetzt keine große Kohle damit verdienst, dann kann es nur darum gehen, dann, um den Spaß und um die Challenge einfach. Genau, aber es ist halt da der Wettkampfgedanke und sich selbst verbessern und mit anderen messen und so. Ja. Und vor allem, und abgesehen vom Körperlichen, würde ich jetzt mal behaupten, du, gerade mit solchen Dingen, wächst du halt mental auch enorm. Du wirst, also das, du gehst ja durch so viel, du gehst durch so eine Scheißzeit durch, du hast wahrscheinlich so viele Scheißmomente, dass du einfach mental nach einem Wettkampf oder generell nach einer schwierigen Phase einfach ein Level wieder drüber bist mental. Also resilient, antifragil, wie auch immer man das bezeichnen will. Also ich glaube, das ist ja auch eine wichtige Komponente, oder? Also ja, wenn man nicht bei so einem Wettkampf so ein Ziel vor Augen hat und das nach 4 bis 5 Monaten macht,
dann geht das auch gar nicht. Ja. Also man muss dann konsequent bleiben und das durchziehen. Und ja. Ja, aber eben auch, wenn du quasi wenn du den Wettkampf abgeschlossen hast und danach den Wettkampf. Also ist ja man ist mental, glaube ich, auf einem neuen Niveau einfach. Also zumindest geht es mir so, wenn ich im Sport mal Ziele setze, ob das jetzt Laufziele sind oder was auch immer, oder irgendwelche wahren Trailläufe und keine Ahnung, schieß mich tot. Gefühlt ist es echt immer ein neues Level einfach mental, weil du einfach wieder weißt, was du durchstehen kannst. Und du bist einfach, du hast automatisch ein bisschen eine dickere Haut wieder, weil du das nächste Mal weißt, wenn du wieder irgendwas angehst, okay, dort war ich schon. Es ist quasi so ein bisschen bis zu einem gewissen Grad die nächste Ausdehnung, du weißt, dass du dort schon mal warst. Das heißt, du weißt, wenn du die nächste Challenge angehst, dass du dort halt wieder dass du wachsen wirst. Aber es tut vielleicht nicht so weh wie beim ersten Mal, unter Anführungszeichen. Also du wächst und wächst. Und so sehe ich das halt auch mit der Hornhaut fürs Hirn quasi. Sicher, ja. Und es gibt ja viele, die was sich das auch schon lange vorgenommen haben, dass sie was machen wollen, aber nie richtig immer abbrochen wieder und so weiter. Also da, man muss schon eine konsequente Person sein und diszipliniert. Ohne Disziplin geht das überhaupt nicht. Ja. Und bei mir war es immer so, ich habe damals, wie die Bizepssehne abgerissen ist, da war ich mir nicht sicher, ob es überhaupt noch möglich ist. Aber ich habe dann eben alles probiert eben. Ich habe dann langsam angefangen, bin zu allen Therapien gegangen, habe immer daheim meine Übungen gemacht, mit Besenstange habe ich Schulterdrücken gemacht und so weiter. Und ja, das glaube ich hat schon nochmal gestärkt, dass das jetzt dann doch nochmal möglich war und auch wirklich trotzdem die beste Form noch ein bisher geliefert habe. Ja, voll geil. Aber ich glaube auch wieder ein wichtiges Learning für die Zuhörer und für die Zuseher, Ego auf Zeiten stellen. Also gerade wenn es darum geht, passt, ich habe jetzt ein Setback gehabt, ich muss unter Anführungszeichen quasi bei Null anfangen, dann ja, muss ich mal mein Ego zur Seite stellen und sagen, jetzt passt, jetzt nehme ich mal die 1 Kilo Hantel als Bodybuilder und fange mit der wieder an. Weil ich glaube, das backen viele Leute im Hirn nicht so von wegen, weiß ich nicht, glauben, sie stehen jetzt dann als schwach da oder keine Ahnung, ich glaube, dass da vielen Leuten oft das Ego im Weg steht. Wenn nicht, hast du das auch mitbekommen, irgendwie in den Wettkämpfen oder so? Oder also eben gerade im Fitnessstudio, beim ja, Training es und so? Ist, also ich tue wirklich, ich glaube, das fällt denen am meisten nicht einfach. Und bei mir ist es aber so, ich muss an irgendeinem was beweisen und ich tue mein Ego jetzt eigentlich komplett auf der Seite stellen. Das Trainingsgewicht bei mir ist wirklich ohne Spaß, teilweise sicher die Hälfte von früher. Aber weil ich einfach komplett anders trainiere. Ich tue die Übungen viel langsamer, viel konzentrierter ausführen. Und es funktioniert aber genauso. Und dann gibt es vielleicht manche, die was vielleicht neben mir stehen und vielleicht sogar mehr Gewicht nehmen. Aber die glauben nur, dass sie es richtig machen. Aber es ist eigentlich eine andere Übung, was sie ausführen. Und schauen auch nicht so aus wie du. Ja. Ja. Aber ja, manche, also ich habe ja auch früher anders trainiert und da habe ich auch geglaubt, aber das Gewicht, wenn man mal im wirklich Bodybuilding machen will, ist das Gewicht nur, man muss sich natürlich schon steigern, man muss natürlich, Progression ist wichtig, aber das Gewicht ist nur Mittel zum Zweck, dass er eben in die richtige Zielmuskulatur damit bearbeitet. Ja. Und ja, der Muskel weiß nicht, wie viel Kilogramm das sind, er muss sich anstrengen. Genau. Und ich muss auch Progression reinbringen. Ja. Und ich kann Kniebeugen mit 100 Kilogramm so und so machen. Ja. Und ich kann es eben nach unten fallen, also praktisch mit dem Hintern nach unten reinhängen lassen, dann schnell wieder aufstehen oder ich gehe ganz langsam runter, volle Range of Motion und dann wieder schön langsam drauf, schau, dass ich wirklich in Quad und Gluteus schön triff. Ja. Ja. Das ist, man kann es so und so machen. Ja. Definitiv und vor allem, ja, also Technik, ja. Kann man immer über die Technik dazu lernen. Ja, definitiv. Ja. Definitiv.
Deswegen finde ich auch so wichtig, dass man regelmäßig, weiß ich nicht, zum Beispiel auch Physiotherapeuten oder Physiotherapeutin aufsucht, weil da geht es nicht darum, dass man jetzt, weil ich eine Verletzung habe oder Probleme habe, hingibt, sondern weil es einfach immer Verbesserungspotenzial gibt und Physiotherapie eigentlich auch geile Präventionsgeschichte ist, allgemein jetzt generell gesehen. Und ja, so wie du sagst, ich kann 100 Kilo Bankdrücken, keine Ahnung, x Sätze machen und keine Ahnung, wie viele Wiederholungen und voll aufs Gas gehen. Oder ich kann sagen, pass, ich mach's langsam, mach's mit 80 Kilo, mach aber vielleicht 2 oder 3 Wiederholungen mehr, mach vielleicht sogar einen Satz mehr und am Ende der Woche habe ich sogar mehr Bank gedrückt als der halt voll drauf gegangen ist. Und sagt auch schon vieles aus, wie ich gezielt mit Technik mehr rausholen kann eigentlich. Unterm Strich, am Ende der Woche vor allem. Wenn ich es jetzt aufs Volumen sehe zum Beispiel, was ich trainiere. Mhm. Aber ja, das immer wieder bei der Ego-Geschichte. Ja, es ist ja zum Beispiel bei mir so wie es früher war, Bankdrücken ist eigentlich einer von den Sachen, wo ich am stärksten bin. Mhm. Aber eigentlich von der Muskulatur, die Brust, eine Schwachstelle bei mir immer war. Aber das ist eben dadurch, weil ich eben sehr schwer gedrückt habe, aber eben nicht wirklich mit der Zielmuskulatur. Ja. Und daher ist bei mir eben die Schulter immer dominant gewesen, aber das ist eben, weil ich beim Bankdrücken eben viel mit der Schulter rausgedrückt habe. Ja. Und es ist nicht beim Bodybuilding nicht notwendig. Beim Powerlifting, okay, wird Sinn machen, aber ja. Gut. Auch nicht unbedingt, ja, aber... Im Endeffekt kommt immer darauf an, was ich mache. Wenn ich jetzt olympisch, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Spezialist auf dem Gebiet bin und, weiß ich nicht, olympisches Gewichtsheben mache oder was auch immer, dann trainiere ich diese Übungen ja auch ganz anders und halt viel öfters, als wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, ich bin generell Athlet und mache halt von allen ein bisschen was, aber Technik und weniger oder was auch immer. Also das macht ja auch einen Unterschied. Es kommt ja darauf an, was ist mein Motiv, was will ich machen. Ah, was ist das Ziel dahinter? Will ich jetzt Weltmeister werden im Bankdrücken? Naja gut, dann musst du eh viel Bankdrücken. Können andere Komponenten auch noch dazu, aber das vergessen die Leute auch oft, dass sich eigentlich klar sind, was sie eigentlich damit erreichen wollen und dann einfach Sachen trainieren, die vielleicht nicht viel Sinn machen oder ihnen gar nicht zum Ziel helfen. Aber wieder eine andere Geschichte, bringt mich aber zu der Frage, du machst ja auch jetzt nicht nur Krafttraining, also hin und wieder bist ja du am Tapboxen und solche Geschichten auch, gell? Also du baust schon andere Sportkomponenten effektiv auch ein. Ja, genau, also Cardio mache ich immer, das Radfahren, das mache ich jetzt Indoor, habe ich aber wirklich bis die letzten 2 Wochen vor dem Wettkampf habe ich nur Outdoor gemacht. Also bin wirklich nur laufen gegangen oder draußen Radfahren. Asphalt und Schotter, Mineral. Und Thai-Boxen mache ich einmal die Woche. Ja. Weil es mir einfach Spaß macht. Ja. Das hat mir immer Spaß gemacht, im Kampfsport. Und ist für mich auch wirklich... Es klingt vielleicht komisch, für mich ist das auch, da kann ich abschalten auch, weil wenn man jetzt beim Thai-Boxen, da denkt man nur an Thai-Boxen, da macht man das, muss man konzentriert sein und das ist für mich eine Art von Abschalten auch irgendwie. Völlig legitim. Und das ist auch so, ich finde es einfach ein cooler Sport dort, weil man muss Technik, Kraft, Schnelligkeit, da kommt alles zusammen. Mobilität, genau. Also gerade beim Boxen, die Bewegungen aus der Hüfte raus und. Das Kicken selber, ja, ist ja eine unglaubliche Mobilitätsgeschichte in Wirklichkeit. Also würden vielleicht manche Leute gar nicht glauben, dass quasi ein Bodybuilder, wenn man das klassische Bild vom Bodybuilder hat, der kommt so daher und kann sich nicht bewegen. Aber Thai-Boxen oder überhaupt generell solche Geschichten, ist Mobilität super wichtig, ja. Ich glaube, es macht da, ein Benefit, wenn man verschiedene Sportarten macht, dass man mal sich durchbewegt praktisch. Und Kampfsport braucht man jeden Muskel. Ja. Und Mobilität ist dabei auch sehr wichtig. Ja, ja, definitiv. Also generell finde ich es super wichtig, wenn Leute ihr Portfolio
schön breit aufstellen, viele Sachen ausprobieren, ja, einfach um Spektrum zu erweitern. Und jede Sportart, die du ausprobierst, zeigt dir ja auch wieder Grenzen auf, zeigt dir wieder auf, wo deine Potenziale sind oder wo deine Defizite sind. Also das ist gerade, also ja, bin ich ganz bei dir. Super wichtig, dass man andere Sachen auch macht. Ja. Wenn ich da gerade Wasser einschenke, wie viel Wasser musst du trinken am Tag? Weil eine hohe Proteinzufuhr. Also ich trinke so 4-5 Liter trinke. Okay. Wasser, ja. Also ich trinke halt auch beim Training so um die 2 Liter schon. Ja. Weil gerade Protein zieht ja eigentlich vom Körper auch relativ viel Wasser oder braucht viel Wasser, gell? Aber Wasser ist generell wichtig. Der Körper besteht ja zu sehr viel Prozent auf Wasser. Abgesehen davon. Und die Muskeln bestehen zum größten Teil eigentlich aus Wasser. Ja. Nein, ich habe nur den, ich weiß nicht mehr, wo ich das jetzt letztens gesehen oder gelesen habe. War eine relativ lustige Anekdote. Also es war so ein Trainings-Mythbuster-Zeug. Ich weiß nicht, ob es eh nicht Lane Norton war oder was auch immer. Weil es um die Frage gegangen ist, so von wegen, man sagt immer Protein oder wird oft assoziiert, so von wegen zusätzliches Protein nehmen und Eiweißschicks etc. und Nierenprobleme oder was. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem das Video war oder wer das gesagt hat, aber es war einfach relativ lustig, weil er gesagt hat, ja, wenn man halt mehr oder weniger nur auf die Social Media Leute hört und man quasi nur mitnimmt, ja, man muss jetzt viel Protein reinstopfen, aber halt nicht daran denkt, dass man auch entsprechend genug Wasser trinkt, dann kann es halt indirekt zu Nierenproblemchen kommen oder was auch immer. Weil du einfach nicht genug Wasser trinkst, aber es hat halt nichts mit dem Protein oder mit der Ernährung an sich zu tun in dem Sinn. Wasser ist sicher wichtiger, ja, dass man muss ausreichend Wasser trinken. Ja. Speziell beim Training. Kann ich mir vorstellen, dass das gerade bei dir ein großes Thema ist. Vor allem du wirst ja ja, was hast du vorher gesagt? 3600 Kalorien. Ich glaube 3800, ja. Momentan in der Reverse-Diät noch. Ja. Ja, also dein Körper ist ja quasi eine kleine Dampflok. Die braucht den entsprechenden Stoff für den Motor, egal in welcher Hinsicht. Glaube ich, dass das ganz viele Leute zu sehr vernachlässigen, abgesehen vom Thema Regeneration, sondern auch das richtige Zeug in der richtigen Dosis in sich hinein. Ich glaube, dass viele zu wenig Wasser trinken. Ja gerade vor allem Sportler oder die. Und vor allem würde ich keine Cola trinken und so weiter, kein Zuckerwasser. Ja, Zucker ist auch eine gute Sache. Wie stehst du zu Cheat Days? Fangen wir so an. Also Wettkampf-Date gibt es einmal kein Cheat-Day. Und jetzt ist es bei mir so, dass ich einmal die Woche ein paar Sachen schon esse. Die gönnen. Ja. Genau, aber ich habe ganz früher auch richtige Cheat-Days gemacht, aber das würde ich jetzt nicht mehr machen, weil es einfach, man schadet ja trotzdem den Körper, mhm, und das ist ja, es macht ja müde und alles und der Körper arbeitet dann trotzdem, aber so macht es für den Kopf und so macht schon Sinn, wenn man ein paar Schmankerl da am Wochenende mal einbaut. Ja, vor allem, was die Leute oft vergessen, dass sie sich mit einem Cheat-Day oder mit ein, zwei Cheat-Days die Woche dann in Wirklichkeit das ganze Kaloriendefizit wieder zusammenhauen vielleicht, was sie sich ja, es, unter der es, Woche. Es muss nicht unbedingt schon, wenn es jetzt, wenn man es nicht komplett übertreibt, dann, cool, dann kann man es einfach genießen. Genau, ja. Aber halt dieses klassische Cheat-Day von wegen Stoffen den ganzen Tag nur Scheiße rein ist halt. Nein, das habe ich einmal vor Jahren gemacht, aber ja, es funktioniert aber auch, ja. Man muss schon sagen, dass es funktioniert. Aber wenn man jetzt wirklich nur, wenn man sich immer dran hält und dann einmal die Wochen ein Cheat macht, kann das auch funktionieren. Ja. Aber es macht trotzdem gesundheitstechnisch macht sicher keinen Sinn. Und für die Verdauung auf die Dauer wird es sicher auch nicht gut sein. Also irgendwann funktioniert es dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Definitiv. Vor allem im Endeffekt kommt es auch darauf an, wieder was man sich reinhaut. Ja. Weil jetzt den ganzen Tag wirklich nur Gummibärli und Chips esse. Ja, aber
Wenn ich das jahrelang mache, wird es wahrscheinlich auch nicht gut sein. Sein. Ja. Wie schaut es bei dir zuckertechnisch mit der Ernährung aus? Isst du viel Obst oder was? Also nur zum Frühstück ist ich Obst. Ist das so, weiß ich nicht, ist also das ein viel, Stück zu Obst, viel, so eine Banane oder ein Apfel? In der Früh ist ich zurzeit 150 Gramm Banane, manchmal okay. Ist ich anders Obst auch. Okay. Manchmal ein paar Rosinen auch dazu oder irgendein anderes Obst. Ja. Und meistens ist es eine Banane. Ja, okay. In der Früh. Genau. Ja. Fertig. Einfach zum. Aber Gemüse ist ich dann außerdem zum Frühstück, weil ich da eben das Obst habe. Sonst ist es zu jeder Mahlzeit, außer zu der direkten Mahlzeit nach dem Training und vor dem Training, ist eben noch Gemüse dazu. Hm. Da auch unterschiedlich oder hast du auch mehr oder weniger so deine. Also da komplett unterschiedlich, außer in der Diät, da, weil da muss man natürlich auch schauen, Kalorien und ja, muss besser kalkulieren und rechnen können. Und da ist eben dann, da habe ich nur gegessen, oder ja, da habe ich Spargel probiert, da habe ich gemerkt, Spargel ist nicht so. Und dann am Anfang noch ein bisschen manchmal Paprika einbaut, was gut schmeckt und auch halbwegs passt. Und dann eigentlich die letzten Wochen oder die letzten zwei Monate oder so. Klassiker ein Brokkoli, weil das einfach funktioniert und die Zusammensetzung passt. Ja, ja. Klassiker, echt ehrlich. Ja, aber richtig gut, was man alles noch lernen kann und was alles dazugehört und dass es eben nicht diese eine fixe Formel Diät oder was auch immer gibt und die alles leibend macht und das mache ich jetzt 2-3 Monate und dann bin ich, keine Ahnung, Superman oder was auch immer. Das ist, ja, Social Media ist nicht so gesund, aber das sage ich bei jedem Podcast. Eine Frage, die ich eh schon off-camera vorher angesprochen habe, dass ich die auch gerne ansprechen würde. Du beantwortest die in dem Rahmen, den du beantworten willst. Wie schaut es aus mit Testosteron und Libido? Vor allem in Wettkampfzeiten. Ist die dahin? Ist die normal? Bleibt die? Was sagt der Mann in dir? Ja, oft ist es so, wenn der Körperfettanteil niedriger wird, dass eben auch die Libido niedriger wird, aber ja, es hat seine Grenzen und ja. Okay, also es ist jetzt nicht. Also man erholt sich auch dann davon wieder. Genau. Wenn die Libido so mal zicker in Wettkampf so zicker wie mein Schlaf, aber es ist ja nicht so. Ja. Man wird nicht impotent. Ja, nein. Nein, Gott sei Dank nicht. Nein, aber es ist ja schon ein interessantes Thema, weil ich mir eben gerade denke, du setzt deinem Körper eben ja einen Zustand aus. Gestresst, ja. Voll, also, und das auf hohem Niveau. Eben mit wirklich nicht nur mental, sondern wirklich physisch in dem Sinn. Also du hungerst deinen Körper ja bis zu einem gewissen Grad aus. Ja. Okay, gut, interessant zu wissen. Apropos Testosteron, Wie schaut es aus mit irgendwelchen regelmäßigen Blutbildern, Tests etc.? Wie schaust du, was in deinem Körper abgeht? Gehst du regelmäßig Bluttesten? Mehrmals im Jahr mache ich Blutbefund, alles durchchecken lassen. Okay, mehrmals im Jahr, aber das heißt nicht, du gehst jetzt nicht alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen? Nein. Wie oft war ich? Na, 2-3 Mal im Jahr. Also. Oh, okay. Gut, das hält sich in Grenzen eigentlich. Machst du irgendwie, wenn nicht, irgendwelche Leistungsdiagnostik-Geschichten auch, damit du schaust, was ist dein VO2 Max oder was? Oder ist das fürs Bodybuilding? Nein, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, aber ja, vielleicht interessant. EKG habe ich gemacht. Eigentlich nur Standard. Ja. Vitamin D, bin jetzt dann gespannt. Also über die Wochen war ich erst wieder Blut abnehmen. Okay. Da war das noch aufs Ergebnis. Weil das Komische ist, ich habe immer Vitamin D supplementiert, aber immer sagen sie, naja, könnte das schon mehr sein. Okay. Jetzt habe ich es auch die letzten Monate nochmal höher. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt wirklich einmal was bringt. Ja, bei Vitamin D das bin ich aber auch drauf gekommen, dass da extrem drauf ankommt, eben, ja, wie gut scheinbar eben die Quelle ist, das Supplement. Also ich habe auch schon Vitamin D-Supplemente gehabt, wo genau dasselbe war, so wegen, naja, puh. Sie sollten mal wieder an die Sonne, oder? Schauen Sie mal, das supplementieren. Also, Alter, mich eh. Und dann habe ich wieder Supplement ausgeheißen und na, bei der, ja.
Also ist extrem spannend, da kommt es wirklich scheinbar auf die Qualitäten, auf die Quelle drauf an. Und auch, wo ich auch drauf gekommen bin, also wenn ich es in Kapselform zu mir genommen habe, auch wenn es dieselbe Marke war von einer, von einem Öl, in Tropfenform, so wie funktioniert hat, zum Beispiel, glaube ich, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, also in Kapselform habe ich bis jetzt noch kein Supplement gehabt, wo es wirklich gut angeschlagen hätte. Okay. Und Öl interessanterweise von bis, also Range gehabt von, okay, ich habe das Öl genommen, oral getropft einfach, gar nichts passiert so in die Richtung und dann halt wieder mein hochdosierte, wo, weiß nicht, 5000 International, wie heißt's, International Units drinnen sind, solche Sachen und die schlagen halt wieder relativ gut an. Ja. Also da dürft's wirklich, da muss man scheinbar wirklich experimentieren und schauen, welches Supplement einfach gut funktioniert bei einem. Ja. Aber ich bin jetzt wirklich gespannt, ob es jetzt anschluckt. Ja. Weil ich war bis jetzt immer mittelmäßig oder unter Mittel trotz Zuführung. Ja, Supplementierung. Ja. Gut, da haben wir als rothaarige Whiteys sowieso ein bisschen mehr Probleme mit unserer Hautfarbe und mit unserer Haarfarbe. Wie schaut es aus? Was schaust du beim Bluttest alles an? Prinzipiell einfach, weiß nicht, wahrscheinlich Leberwerte, Nierenwerte, Vitamin D3 jetzt eben, Testosteron, DHEAS und solche Geschichten. Gibt es irgendwelche speziellen Parameter, die du abklopfst? Ja, ja, einfach alles komplett. Ja. Ja. Also auch Leber, Niere, ja. Also alles komplett. Ja. Okay. Also jetzt nichts. Schilddrüse, genau. Ja, ja, okay. Also mehr oder weniger das Standard-Sportprogramm also in dem Sinne. Da muss man sich wirklich alles anschauen. Ja, ja, ja. Und bis jetzt keine irgendwie besonderen Ausschläge geben im negativen Sinn oder was? Hast du da irgendwie Vergleiche zwecks Nicht-Wettkampfzeit und Wettkampfzeit? Hast du da schon mal effektiv unmittelbar miteinander verglichen? Ja, ich habe nicht direkt. Und dem Wettkampf habe ich auch noch nicht gemacht. Kann sein, dass das schon schlechter ist, weil. Ja, weil der Körper einfach im Stress ist und da die einfach nicht die Zufuhr hat, vielleicht schon teilweise Mangel auftreten. Ja. Aber ja, gut. Mal schauen, wie es jetzt ist. Jetzt habe ich ja direkt nach dem Wettkampf habe ich auch nicht gemacht. Jetzt habe ich eigentlich in der Erholungsphase schon dort schon. Ja. Bin gespannt, wie es jetzt dann die Auswertung ist. Aber das Gute ist, unter Anführungszeichen, weil ich interpretiere das jetzt so, dass du bis jetzt unter Anführungszeichen alles so richtig gemacht hast, dass auch einfach nicht der Bedarf da war, dass du irgendwelche Testungen währenddessen machen musst, weil es eben in irgendeiner Art und Weise besonders schlecht gegangen ist oder weil es besondere Probleme gehabt hättest oder so. Nein, müssen nicht. Also bis auf den Schlaf, was eigentlich was Normales. Ja. Leider noch irgendwann, wenn es schon lange Zeit wirklich ein starkes Defizit ist, habe ich keine Probleme gehabt. Ne. Ja. Dann ist es ja auch gut. Also ich mache die eigentlich Gesundheitsuntersuchungen ganz normal, weil nur ein gesunder Körper kann er wirklich Muskeln aufbauen und so weiter. Und ja. Muss man dann auch genau schauen. Und vielleicht kommt man auf ein paar Sachen drauf, okay, Vitamin D, vielleicht höher dosieren, schauen, was wirklich funktioniert das mal. Ja. Und solche Dinge, weil der Körper, wenn man die Sachen machen will, Muskelaufbau oder im Wettkampf, das funktioniert nur wirklich gut, wenn bei einem gesunden Körper. Ja, sicher. Ja, also im Endeffekt nichts anderes wie beim Training. Ja. Umso besser die Technik, umso fokussierter ich bin, umso besser ich drin bin in der Materie, funktioniert auch besser. Also ja, Bewusstsein einfach haben dafür. Auf den Körper hören und sich reinspüren und ein bisschen experimentieren auch immer. Genau. Ja. Damit man weiß, was einem gut tut oder was einem eben nicht gut tut. Wenn du jetzt die klassische, was die Bewerbungsfrage, wenn du jetzt 5 Jahre in die Zukunft schaust, wo glaubst, bist du in fünf Jahren mit deinem Körper? Machst du dann noch immer Bewerbe? Ist das was du so Spaß machst, wo du sagst, da blickst du jetzt gar nicht nach vorne und du schaust, weiß nicht, am Anfang des Jahres, was für Bewerbe das gibt und dann entscheidest, ob du das machst oder nicht oder was? Wie schaut so die? Also eigentlich wäre es so gewesen, im 2019 war geplant das letzte Wettkampf.
Okay. Also den, das du eben jetzt heuer gemacht hast. Den, was ich jetzt heuer gemacht habe, ist halt zu 2 Jahre verlagert. Und eigentlich war es jetzt geplant, dass das der letzte Wettkampf war. Aber es ist noch nicht hundertprozentig. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Weil ja, es wäre vielleicht da mehr drinnen gewesen und. Oh, ja, alles klar. Ja. Kenn mich aus. Die nächstes Jahr mal definitiv nicht. Okay, ja. Also 22 ist einmal stillgelegt quasi. Genau, ja. Also vielleicht gibt es noch einmal was. Ja. Aber 22 ist so ein bisschen das Reflektieren und Zurückblicken. Ja, ja, so in die man Richtung, muss auch sagen, es ist schon natürlich schon ein großer Aufwand auch, ja. Weil man kann in der Zeit nichts anderes planen. Ich kann nicht sagen, okay, jetzt mache ich mal 2 Wochen davon, ja. Urlaub und Ding. Das, ja, es muss dann halt auch alles passen und ja. Ist einmal nächstes Jahr definitiv nicht. Und vielleicht, eigentlich war schon geplant, das ist schon aus, aber schon. Naja. Ja, das ist immer gefährlich so, von wegen, naja, eigentlich hätte schon noch mehr gehen können. Ich kenne das, ja. Ich kenne das. Aber ja, ist eh geil. Ich meine, das macht es ja aus, oder? Das ist ja gerade der Spaß dran, in Wirklichkeit zu sagen, so von, eigentlich, was könnte noch gehen. Wettkampftraining ist auch wieder ein bisschen was anderes, etc. Aber prinzipiell hast du schon vor, dass du jetzt quasi so, wie du jetzt trainiert hast, 2022 trotzdem weiter trainierst? Oder hast du vor, dass du in irgendeiner Art und Weise jetzt, abgesehen jetzt von den Wettkampfumständen an sich, beim normalen Training an Gang zurückschaltest oder so? Naja, es ist ja bei mir jetzt so, es hat sich nichts verändert beim Training. Auch nicht, wie ich jetzt Wettkampf gemacht habe. Ich mache genau den gleichen Trainingsplan. Ah, okay. Das Einzige, was jetzt ist, jetzt bin ich langsam, gehe mit den Kalorien wieder rauf. Und das war es auch schon. Aber es ist trotzdem anders jetzt, weil ich muss nicht unbedingt. Weil vorher war ich halt, okay, da war wirklich 2 Tage drin, 1 Tag Pause, 6 Mal die Woche Cardio, Essen, alles hundertprozentig. Jetzt ist es eigentlich nur vom Kopf her anders. Ich muss nicht unbedingt. Aber ich mag es eh trotzdem eigentlich. Ja. Also ich mag es eigentlich alles jetzt, so 95%. Ja. Alles genau. Ich meine, auch 2 Mal die Woche jetzt gönne ich mal etwas. Oder okay, machen wir 2 Tage Trainingspause. Ja. Also das Einzige, was jetzt verändert, ist diese Wettkampf-Diät, was sie jetzt geändert hat. Ja. Und so circa wird es nächstes Jahr auch sein. Ja. Aber es ist auch laufend. Kann ich schwer beschreiben, aber es ist einfach ohne Druck, weil es ist im Kopf schon anders, dann ich muss nicht und das genügt eigentlich schon, aber man macht es eh trotzdem, weil wie gesagt, ich mag es ja, weil es mir Spaß macht. Ja, und weil es dir gut tut auch. Genau, ja. Und, aber das halt auch ist halt, man ist ein bisschen flexibler schon und das genügt ja schon. Aber wenn man dann Wettkampf macht und dann muss man halt auch, weil dann will man ja als Ziel erreichen und dann bleibt dann nicht viel mehr Zeit für andere Sachen. Ja. Das muss einem halt dann auch bewusst sein. Ja. Wenn man einen Vollzeitjob hat. Ja. Das ist ja und das Nächste. Man muss ja einen Job auch so Leistung bringen. Ja. Und dann ist eigentlich, bleibt keine Zeit mehr für uns, dann ist nur Training und Arbeiten. Schlafen, ja. Essen. Haben sich die Arbeitskollegen dran gewöhnt oder fragen die ich auch heute noch immer? Weiß ich nicht, warum tust du das an, oder? Kommst du durch die Tür? Nein, ich glaube, also das ist, wir wissen das jetzt schon. Und, ja. Gehört zu dir einfach. Ja. Okay. Ja, es ist, also Bodybuilding ist echt super schwer faszinierend. Einfach, was du aus dem Körper machen kannst und wie es den formen kannst und wie es den ändern kannst. Also, ja, echt mega faszinierend eigentlich vom körperlichen Aspekt, ja. Und eben auch, deswegen finde ich die mentale Komponente so interessant, wenn man reflektiert, über welche Grenzen man selber gegangen ist, eben auch kopftechnisch, wo man vielleicht, wenn ich vor 2 Jahren nicht geglaubt hätte, dass man dorthin kommt oder was. Das ist ja schon ein sehr geiles Gefühl, wenn es dort dann, wenn nicht, eben zum Beispiel dann effektiv beim Bewerb stehst, oben auf der Bühne und du denkst, ha, jetzt bin ich da. Also sicher ganz, ganz
ganz, ganz wertvolle Geschichte für die Zuhörer und für die Zuseher, dass die, ja, dass sie einfach mal ihre Grenzen ausprobieren und einfach dorthin gehen, wo sie sich vielleicht nicht unbedingt hintrauen. Ja. Wenn wir noch bei den Wettbewerben sind, was waren jetzt so deine größten, besten, coolsten Errungenschaften im Wettkampfbereich, platztechnisch oder was? Podiumsplätze? 2015 Neulingsmeisterschaften, zweiter Platz. Neulingsmeisterschaften? Oder genau, was? Neulingsmeisterschaften. Genau. Okay. Dann 2017 internationale österreichische Meisterschaften, zweiter Platz. Und jeweils in deiner Gewichtsklasse halt, ne? Wahrscheinlich. Classic Bodybuilding war das. Classic Bodybuilding, okay, da sind die. Da geht es dann einfach, dass du Körpergröße und zu der Körpergröße darfst du ein gewisses Gewicht haben. Okay. Ja. Und dann im Heuer bin ich gestartet, Bodybuilding bis 90 bei der NPC regional. Dritter Platz, Classic Physik auch dritter Platz, dann Pro Qualifier, also da kann man dann das auch, also war heuer war, ich glaube das war, also war bisher die größte Veranstaltung in Österreich, aber man startet aus 25 verschiedenen Ländern und da kann man dann auch die Profikarten nehmen, bekommen und da bin ich Fünfter geworden dann heuer. Und dann in Ungarn bin ich bei den NPC Regionals im Zweiter geworden. Und dann IFBB bin ich dann gleich am nächsten Tag nochmal gestartet, nochmal in Österreich. Bin ich auch Zweiter geworden. Okay. Also drum, ja. Ja, leider immer nur Zweiter. Ja, auf der anderen Seite, also ja, sicher, aus deiner Sicht klingt es jetzt anders. Also ich denke mir so, ja, für das, dass du es eigentlich neben der Arbeit machst und jetzt nicht als Fulltime-Job viel, viel erreicht und weit kommen. Also ist schon beeindruckend, ja. Naja, bei mir war es eben immer so, nach dem Wettkampf gleich, war eigentlich immer die Enttäuschung da, also weil ich noch nie nach dem Wettkampf freien kann. Aber nachher, im Endeffekt, nachher irgendwann, wenn man dann reflektiert, nachher denkt man sich, okay, 2019 habe ich nicht mehr gewusst, ob ich überhaupt nochmal starten kann. Ja. Und dann, ja, es, aber man denkt sich, es hätte besser sein können, aber insgesamt kann man da nicht zufrieden sein, aber ja, direkt nach dem Wettkampf war es ja, bei mir jetzt eigentlich immer so, dass ich mir denke, na scheiße. Ja, na sicher, das ist das aber ist insgesamt war es eh okay oder so. Ja. Ja, du bist sagst, man muss ein bisschen Gras darüber wachsen lassen und ja, wenn man dann reflektiert, schaut es schon wieder anders aus. Ja. Und ich glaube, man muss halt einfach immer auch die Umstände ja, in Betracht ziehen. Und wie gesagt, wenn du fulltime nebenbei arbeitest in Wirklichkeit, dann ist das schon einmal eine ganz andere Challenge, als wenn du sagst, okay, du gehst jetzt all in und weiß ich nicht, gehst eh nebenbei hackeln, aber weiß nicht, bist viel hackeln gegangen, hast du was auf die Seiten gelegt und jetzt, weiß nicht, schaust, dass du nur 10 Stunden hackeln gehst, damit du das Vollgas betreiben kannst, das sind trotzdem auch wieder nochmal ganz andere Umstände und für das finde ich, also für mich als Aussteher klingt es echt beeindruckend, dass das quasi so weit kommen bist als, ja, für das, dass du es eben nebenbei machst, eigentlich in dem Sinn. Auch wenn die, ja, wahrscheinlich der Aufwand, den du betreibst in Summe mit der Ernährung und, weiß nicht, kochen und damit beschäftigen und trainieren, auch schon wieder fast einen ganzen Arbeitstag ausmacht, von ja, den Stunden her. Also wenn man wirklich alles zusammenrechnet, ja, mit Kochen und kommt schon was zusammen. Dann kommen ein paar Stunden zusammen pro Tag. Ja, voll. Ja. Und das ist, das musst du mal unterkriegen, ja. Also das ohne Zeitmanagement und ohne Disziplin kriegst du das eh nicht auf die Reihe. Ja, man gestaltet dann ja schon alles effizient, da beim Kochen oder ja, so. Da hat man schon, da, also das muss man auch mal also erst einmal Schritt für Schritt lernen. Für mich ist das jetzt ganz normal, aber man lernt das. Also ich kann jetzt in schneller Zeit gute Sachen schnell zubereiten und wirklich schon alle Meals für den kompletten Tag. Aber das muss man halt dann auch irgendwann einmal lernen. Aber das lernt man beim Machen. Ja, genau. Ja. Wahnsinn, ja. Na, echt beeindruckend. Also von dem her echt Hut ab, was man da an Zeit und
ja, Motivation und Disziplin reinstecken kann in ja, eigentlich nicht Fulltime-Geschichte und eben trotzdem nimmt man Fulltime-Job das Ganze macht. Ja. Wie halten dich in deinem, weiß nicht, Freundesfamilienkreis alle für verrückt oder geht's halbwegs mittlerweile? Ja, Unterschied. Ja, manche wahrscheinlich werden mir schon für verrückt. Meine Familie, ja, die machen sich manchmal noch immer lustig. Okay. Ja. Aber die meisten eigentlich sind ja dann auch sehr interessiert. Ja. Und oft ist eigentlich auch so, in der Vergangenheit war es oft so, die was eigentlich lustig gemacht haben einmal, sind eigentlich nachher die was einmal gekommen sind, nachher irgendwann einmal und gefragt haben, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Oder wie kann ich das und das mit der Ernährung machen? Ja. Also es sind oft Leute, was in Wirklichkeit eh neugierig sind. Naja, vor allem, wenn es so wie du, der das Vollgas durchzieht, auch eben aus dem disziplinären Aspekt heraus, im Sinne von wegen, du machst das einfach, jetzt gar nicht, abgesehen davon, was du machst, ich glaube, dass das schon Eindruck halt auf die Leute macht und Wirkung hat, wenn du das denen wirklich vorlebst. Wenn jetzt irgendwer sagt, ja, ich weiß nicht, ich gehe jetzt 3-4 Monate ins Gym und schau halt, was geht und blas mich auf und hahaha, ja, dann kann man das eh mal schnell belächeln. Aber wenn man halt wirklich sagt, hey, das ist jetzt mein Lifestyle und das ziehe ich jetzt durch und das ist jetzt wirklich ein fixer Bestandteil von meinem Leben, ja, das zeigt definitiv schon Wirkung. Ja. Und die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber wenn du jetzt eben kurz reflektierst, was du schon alles reingesteckt hast, was du schon durchgemacht hast etc. und jetzt weiß ich nicht, sprich dich im Gym ein junger Bärschan, ein 17-Jähriger, so wie du damals angefangen hast, und der fragt dich quasi, war es das wert, soll ich das jetzt auch machen, soll ich den Weg einschlagen? Was würdest du ihm ehrlich sagen? Ja, warum nicht, wenn es einem Spaß macht? Sollte das schon machen. Einfach ausprobieren. Ja. Finde ich cool. Aber vielleicht gleich richtig halt starten. Wirklich. Genau, mit einem anderen Wissensstand reingehen, als du den halt damals gehabt genau, hast. Genau, also da wäre noch viel mehr gegangen, aber es ist trotzdem, es geht sehr viel, ist bei mir sehr viel schnell gleich weitergegangen. Hat halt irgendwie trotzdem funktioniert, aber das ist vielleicht auch, was manche lesen halt auch wirklich viel und machen es noch ein wenig. Zum Ferrum-Experiment, das gibt es auch noch. Ja, das also Ton allerdings ist auch wichtig. Ja, das stimmt allerdings. Weil ja, jetzt, es gibt sehr viele unterschiedliche Typen im Fitnessstudio, da gibt es manche, die dann philosophieren, aber weniger tun. Hm. Dann gibt es auch wieder die dann vielleicht mal ja, mit, wie soll ich sagen, die tun halt, aber tun halt falsch, aber das ist halt auch nicht. Also bezüglich bei mir, ich tue eigentlich fast niemand mehr sagen im Fitnessstudio, darf sagen, okay, mach das lieber so und so. Mhm. Weil irgendwie ist es heutzutage so, dass jeder glaubt, der weiß, hey, alles besser. Also ja, mache ich eigentlich nur mal bei den wenigsten Leuten, ja, sondern die da machen, was er glaubt, aber ich meine, du wirst es eher sehen, muss man da sich teilweise schon zum Kopf schütteln. Ja, definitiv. Und so wie du sagst, viele der Leute sind halt eh unbelehrbar und ja, denken sie wissen es besser. Ich meine, ich bin jetzt auch keiner, der sich hinstellt und sagt, na, ich weiß es definitiv besser. Mhm. Aber es macht einen Unterschied, ob man eben gewillt ist, sich auszutauschen. Und ich sage auch immer, ja, bitte sag mal, was deine Ansicht ist, weil vielleicht kann ich auch was lernen. Vielleicht sehe ich ja irgendwas nicht, weil ich in meiner Blase drinnen bin und irgendwie meine Schiene fahre oder was. Ja. Also es passiert eh jeden von uns. Ja. Aber ich muss zumindest so offen sein, dass ich ein Gespräch oder eine echte Diskussion führen kann mit jemandem, um sich einfach auszutauschen, ja, und voneinander zu lernen. Aber das gibt es selten und wenig, aber sehr viele Kopfschüttelmomente. Mhm. Vor allem eben gerade in einem klassischen Fitnessstudio, wo du halt die ganzen Geräte hast, wo ich mir denke, okay, der kommt da rein und du siehst einfach, der hat jetzt, weiß nicht, sich irgendwas im Internet ausdruckt und setzt sich jetzt halt, weiß nicht, zur Butterfly-Maschine. Und im Endeffekt, wenn ich ihn sehe, denke ich mal, okay, weißt du, was du tust? Was ist dein Motiv?
warum sitzt du genau an der Maschine? Willst du jetzt da, weiß nicht, Weltbeste Umarmer werden? Keine Ahnung was, ja. Es ist schon interessant, aber ja. So wie du sagst, im Endeffekt muss prinzipiell jeder selber wissen, was er tut, und die Leute, die es wahrscheinlich wirklich interessiert und die wirklich was weiterbringen wollen, das wären eh Leute, die auf dich zukommen und sagen, hey, ich habe gesehen, du hast, weiß nicht, den Körper und du machst das so langsam und du machst das eigentlich mit relativ wenig Gewicht, warum, bla 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 bla. Also die würden ja mit einer ganz anderen Einstellung dann vielleicht den Mund aufmachen. Ja, ja, sind aber gleich die wenigsten. Aber ich habe es auch mal gehabt, bei der vorletzten Wettkampfvorbereitung war lustig. Also das war, glaube ich, auch Wochen vor dem Wettkampf, wo man schon eigentlich, sieht man schon, dass man da gut in Form ist. Und ich habe halt da mein Training gemacht und ist neben mir einer gestanden, also der war sicher noch nicht oft im Fitnessstudio und war halt schon ziemlich gut definiert und die Adern rauskommen und er fragt mich, was muss ich tun, dass bei mir auch so die Adern rauskommen. Und hat er gerade seinen ersten Trainingstag gehabt und glaubt jetzt da, okay, ich hab da, weiß ich nicht, jahrelang schon trainiert und bin eigentlich jetzt schon am Schluss vom Wettkampf und ich glaube, der kann jetzt da ein paar Übungen machen und bei ihm kommen dann auch so die anderen raus. Also ist schon manchmal lustig. Das führt mich eh zu der Frage der Fragen, wenn es um Bodybuilding geht und viele Leute das, glaube ich, auch immer damit assoziieren. Wie schaut es aus mit wie nennt man es heutzutage, illegalen Mittelchen, mit eben, weiß ich nicht, Testosteron, Doping, keine Ahnung was für Geschichten. Wie schaut, unter Anführungszeichen, aus deiner Erfahrung die Wettkampfsituation zum Beispiel in Österreich aus? Gibt es da verschiedene Wettkämpfe, wo es quasi wurscht ist, wo nichts getestet wird? Gibt es da generelle Richtlinien, wo quasi über alle Bewerbe irgendwas getestet werden muss? Oder was kannst du uns zu dem Thema erzählen? Also prinzipiell ist es, glaube ich, so, dass die Verbände, was gibt, also NPC, IFBB, die großen Verbände, die was alle unter die NATO empfohlen. Aber es gibt dann auch spezielle Natural-Wettkämpfe. Da weiß ich auch nicht, ob da wirklich immer noch getestet wird oder auch nur manchmal oder wie auch immer. Bei den IFBB etc. wird da regelmäßig getestet? Oder ist das so stichprobenmäßig, wenn getestet wird? Also ehrlich gesagt selten, glaube ich. Okay. Aber prinzipiell fallen es schon rein. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, passt, da ist jetzt der Wettbewerb und alle, die teilnehmen, werden eine Woche davor, weiß nicht, alle getestet und am Tag werden es nochmal getestet und am Tag danach wird es getestet oder sonst irgendwas. Das ist sehr locker. Wird sehr locker gehalten. Okay. Genau. Wie stehst du prinzipiell zu dem Thema? Weil ich sage mal, es sind ja auch viele Dinge irgendwie ein bisschen, haben so ein bisschen einen Stempel drauf. Also wenn ich jetzt sage, ab einem gewissen Alter, weiß man einfach, dass zum Beispiel das Testosteron sinkt. Testosteron ist aber wichtig für den Körper, auch für den Erhalt des Körpers. Somit gibt es ja nicht umsonst Testosteron-Therapien, die verschrieben werden. Heißt jetzt nicht, dass man deswegen dann ausschaut wie der Hulk oder sonst irgendwelche Geschichten. Also da geht es eigentlich auch um Supplementation, einfach der Körper abbaut oder was auch immer. Wie siehst du das mit dem Stempel? Oder wie war das, wie du dich entwickelt hast, wie es angefangen hast, wie ist das heutzutage? Bist du mit dem Thema konfrontiert? Bist du früher oft konfrontiert worden? Oder eben im Fitnessstudio sind Leute auf dich zugekommen? Ja, bist du ja spritzig und so. Wie ich gesagt habe, am Anfang, es hat bei mir eigentlich ziemlich schnell funktioniert und vielleicht bei den anderen nicht so. Natürlich kommt man dann gleich, okay, ja, weiß eh warum. Aber es ist nicht überhaupt am Anfang eben, wenn man halbwegs eben drauf schaut, dann baut man eh schnell Muskeln auf. Weil der Körper kennt ja das nicht, das ist noch alles was Neues für ihn. Und wenn man das halbwegs richtig macht, kann man so eigentlich relativ schnell Muskeln aufbauen. Überhaupt, wenn man jung ist. Und natürlich, einer, der was das nachher nicht so funktioniert bei ihm, der sagt natürlich immer gleich, ja, eh klar, ja, weiß ich einfach, und illegale Sachen, dass es auch funktioniert. Ja, wenn ich das machen würde, würde das auch gehen und Ding. Und man glaubt eigentlich nicht, wie viel das eigentlich
möglich ist. Wird wahrscheinlich auch teilweise, ja, wird auf Genetik auch drauf ankommen, aber sicher nicht nur auf Genetik, weil die Leute schauen noch nicht auf die Ernährung. Ja. Essen einfach zu wenig. Oder trainieren immer falsch. Ja. Und dann muss immer jeder selber für sich entscheiden. Aber ist dann sicher viele nicht das Potenzial überhaupt annähernd ausschöpfen, was eigentlich möglich ist. Und als erst muss man mal auf die Ernährung schauen. Und wenn die das einmal machen, dann würden sie erst einmal merken, was weitergeht. Und dann eben das Training immer wieder verbessern, ja, und einmal das Potenzial ausschöpfen. Ja. Das denke ich mir eben auch, dass in Wirklichkeit, bevor es zu irgendwelchen Supplementen greift, schau einfach einmal, was möglich ist, und ja, einfach einmal Grenzen austesten, damit man überhaupt weiß, wo man ansetzen muss. Und es wird sehr viel möglich sein. Ja, voll. Also ich glaube auch, das gebe ich da hundertprozentig recht, dass die Leute, glaube ich, ja, gar nicht wissen, was möglich ist, weil sie es einfach nicht ausprobiert haben. Und glauben dann eigentlich alle, die was besser sind, ja gut, die sind alle auf Stoff, ja, was sicher voll nicht der Fall ist. Ja. Ich meine, vielleicht teilweise schon, aber sie wissen gar nicht, was eigentlich der Körper möglich ist. Ja, voll. Übergang mit quasi einem Gedanken, weil Leute einfach andere Leute sehen und vielleicht auch gern so ausschauen würden, aber nicht checken, dass man nicht so ausschauen kann wie bei anderen, weil jeder Mensch halt sehr individuell ist und du schaust halt aus, so wie es dich ernährst, so wie es halt trainierst. Hast du irgendwelche mehr oder weniger, also Idole klingt immer so ein bisschen bochen, aber weiß nicht, gibt es irgendwelche Bodybuilder, wo du gesagt hast, die haben da besonders taugt, eben so ein klassischer Arnold Schwarzenegger oder so, oder weiß nicht, der Dorian Yates oder was auch immer, gibt es irgendwelche Leute, wo es taugt? Ja, ich bin eigentlich nicht so der Fan oder so. Aber immer, ja, Schwarzenegger war immer einfach generell, wie der Typ von Mensch wie er ist, schon beeindruckend, was er alles geschafft hat. Ja. Wo er sich die Ziele gesetzt hat, weil er hat ja nicht gesagt, okay, ich mache jetzt Bodybuilding. Er hat gesagt, ich will der beste Bodybuilder werden. Und der hat ja schon einen Plan gehabt und hat gesagt, er will der bestbezahlteste Schauspieler werden. Und er will in die Politik gehen. Das ist nicht alles so gewesen, okay, er macht einmal. Und das waren alles seine Pläne, was er immer gesagt hat und er umgesetzt hat. Und das beeindruckt mich schon. Ja. Und auch jetzt so vom Körper her, wirklich noch ästhetisch halt von der Körperform her. Und ja, weil die jetzigen Mr. Universen, also du kannst ja gar nicht mehr vergleichen zu einem Schwarzenegger von früher. Ja, darum gibt es eben wieder die Classic-Physik jetzt, ja, wo sie eben wieder darauf schauen, dass sie ja mehr wieder klassisch wird. Oldschool-Richtung geht quasi. Was eigentlich auch meine Klasse ist jetzt. Okay. Ah, echt, also wie gesagt, faszinierend und beeindruckend immer wieder, wenn man sieht, was die Leute mit ihrem Körper ja, aufführen und keine Ahnung. Kommen jetzt eh schon langsam zu Ende, weil wir sind schon bei fast 2 Stunden. Okay. Das ist immer so eine Zeitkapsel da. Schnell drin. Vergangen. Ja, ist eine Zeitkapsel da. Was Leute, glaube ich, auch oft eben unter Anführungszeichen vergessen oder sich nicht damit beschäftigen, weil es Dings ist, abgesehen vom Thema Regeneration, wenn du heute beschließen würdest, dich interessiert das Bodybuilding oder das Training, so wie es das du jetzt betreibst, nicht mehr interessieren, wie lange müsstest du wahrscheinlich abtrainieren, damit du unter Anführungszeichen also auf was ich hinaus will, du bist physisch so hoch trainiert und so drinnen, dass du jetzt nicht von heute auf morgen sagen könntest, du machst jetzt einfach nichts mehr. Weil da wird wahrscheinlich dein Körper, ja, keine Ahnung, was er für Zustände hat. Also man sagt ja immer, bei solchen Sportarten musst du abtrainieren. Naja, ich hab da damals, wie das mit meinem mit der Bizeps-Sinne war, hab ich ein halbes Jahr. Da nein, also ich kann anfangen, 4 Monate. Ich kann mich schon an Bilder erinnern, wo du mit der Schiene oder mit dem Gips im... 4 Monate habe ich keinen Oberkörper und einen Unterkörper, aber jetzt haben wir den trainiert. Ja. Also ich kann mich erinnern an die Bilder mit der Beinpresse und so. Also Beine habe ich trainiert, ja. Ja, was mache ich denn sonst? Ja,
und Cardio habe ich gemacht. Ja. Aber da war ich wirklich 4 Monate keinen Oberkörper und dann hat es immer noch gedauert, bis man halbwegs sagen kann, es war Training. Also eigentlich kann man sagen, sicher halbes Jahr kein Oberkörper. Okay, kein Oberkörpertraining, also nicht einmal irgendwie, weiß nicht, versucht, keine Ahnung, mir fällt jetzt auf die Gachen nichts ein. Also wirklich nichts de facto. Nein, also ich habe meine Übungen hab ich dann gemacht. Ja. Aber mit der Schiene habe ich nichts machen können. Ja. Also kein richtiges Training. Also auch nicht irgendwie, dass du sagst, okay, du hast zumindest mit einem Therabandel deine rechte Seite irgendwie. Nein, das habe ich bewusst nicht gemacht. Okay. Weil ich wollte einfach keine Disbalance auch reinbringen. Ja, die kommt sowieso automatisch bei solchen Geschichten. Ja, da was ich gerade. Wie mein unterer Rücken ausschaut und meine Rückenstrecke jetzt mit der Kniegeschichte. Ja, der Körper sucht sie dann. Ja, der sucht sich seine Kompensation. Schafft, ja. Ja, das ist echt eine richtig, richtig arge Kacke. Ja. Aber gut, so ist das. Ich sehe es auch als Reset und als Rekonfiguration und die Denise freut sich. Comeback stronger. Genau, Comeback stronger und die Denise freut sich, wenn es mir wieder mit der Technik jetzt am Arsch gehen kann und die Biri. gut. Gibt es irgendwas aus deiner Seite, wo du sagst, das würdest du jetzt noch gern quasi loswerden an unsere Zuhörer, an unsere Zuseher oder an mich einfach, weil du sagst, weiß ich nicht, das ist ein Thema, das ist dir extrem wichtig, eben in Richtung Sporttraining, Bodybuilding oder was auch immer, oder gibt es irgendwas, wo du noch sagst, viele Leute glauben das, aber das ist nicht so, wenn es um Bodybuilding gibt. Gibt es irgendwas, was du Zusehern, mir noch sagen willst oder sagst, hey, das wissen vielleicht die wenigsten Leute oder so, oder das ist dir besonders wichtig in dem Kontext? Nein, ich würde vielleicht nur die wichtigsten Sachen jetzt nochmal sagen, was wir besprochen haben. Also wenn sie halt beginnen und wirklich sagen oder merken, dass das sehr nah taugt, dass sie von Anfang an auch gleich wirklich professionelle Unterstützung holen, der was sie trainingstechnisch auskennt, Ernährung und dann aber wirklich alles rundum bezüglich mobilisieren lernen, regelmäßig massieren gehen, Physio machen und das eigentlich, wenn sie das wirklich auf einem höheren Niveau machen würden, dass sie gleich professionell so wegstarten, weil es dann auch wirklich viel. Sonst müssen sie es über Erfahrung lernen und so können sie viel Zeit sparen. Ja. Ja. Also das würde ich da noch mitgeben. Ja, sehr geil. Gut zusammengefasst, was wir die letzten 2 Stunden gesprochen haben. Hätten wir so auch machen. 5 Minuten, danke, fertig, Martin. Na, ist auch geil. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du offen geredet hast und dass dein Wissen geteilt hast, weil da war echt super viel Wertvolles dabei, was die Leute, glaube ich, nicht oft genug eingetrichtert bekommen können und einfach für mich, was ich mitgenommen habe, was ich extrem leibend finde, dass du einfach sagst, nach all diesen Jahren der Erfahrung mit allem, was du gelernt hast, du lernst einfach nicht aus, ja, egal ob das jetzt ernährungstechnisch ist, trainingstechnisch, technisch, was auch immer, das ist ja in Kombination mit dem, was du jetzt nochmal zusammengefasst hast, ist das, glaube ich, eine super geile Geschichte, die wir noch heute mitgeben können. Ah, voll geil. Danke. Danke, hat Spaß gemacht. Ja, danke. Das ist gut. Passt. Sehr leer. 2 Stunden. Ja. Ja, du, das ist der Herr.